heute zu dem Thema Gewalt gegen Frauen. Es wird sehr viel unternommen. Auch wir haben etwas unternommen. Also wir mit in der Initiative von Angelika Burcher und Daniele Lupo von Lungomare und Martina Oberbrandacher von Meran Art, Atem Meran, ist eine Plakatkampagne im Prozedere, bei dem es darum geht, dass 5 Autorinnen und 5 Künstlerinnen sollen gemeinsam im Tandem Plakate entwerfen, mit denen wir dann auf das Thema Gewalt gegen Frauen in Südtirol, aber auch also mit dem theoretischen Unterfutter aufmerksam machen wollen. Wir wollen schärfen, wir wollen ein Bewusstsein erreichen, wir möchten mit den Mitteln der Kunst das Bewusstsein erweitern, schärfen, sensibilisieren und eigentlich über, das ist eigentlich immer die größte Kunst, also über das Narrativ hinwegführen, und das wäre das der angenommenen Normalität. Und das vorab in aller Kürze. Ich möchte begrüßen, die heute zu uns getroffen sind, als solche, die schon jahrelang zu diesem Thema Gewalt gegen Frauen recherchieren und aktiv sind, hier begrüßen. Das sind Monika Hauser, Armin Bernhard und Sabine Kagol. Und mich sehr bedanken dafür, dass Sie sich bereit erklärt haben, uns Einblicke und Erkenntnisse in dieses ebenso hochkomplexe und schmerzhafte Thema zu vermitteln. Sie werden dann vor den jeweiligen Vorträgen noch etwas ausführlicher vorgestellt. Vorstellen möchte ich jetzt auch die Autorinnen und Künstlerinnen dieser 5 Plakatkampagnen. Mit großer Freude über ihre Beteiligung an diesem Projekt. Das sind Eleonore Kuhn-Belasi, Bilbin Ünlü, Ingrid Hora, Rosalind Mello, Centoran Barataraya, Sophie Utikal, Teresa Stralevich, Thomas Köck und Visal Huababi. Ja, und zuletzt möchte ich auch noch die Macherinnen und den Macher dieses Projektes vorstellen. Das ist Daniele Lupo, Co-Leiter von Lungomare, dem Projektraum für Kunst und Kultur. Angelika Burcher, mit ihm Co-Leiterin von Lungomare. Und ebenso wie Daniele, beide leiten sie eben auch ein Grafikbüro, mit denen wir schon seit einiger Zeit mit der Summer School zusammenarbeiten. Dann Martina Oberbrandacher, Leiterin von Kunst Meran, Merano Art. Ada Keller, Verantwortliche für die Organisation und die Durchführung dieses Projektes bei Lungomare. Anna Zigelli, wissenschaftliche Mitarbeiterin von Kunst Meran. Und ich selbst bin Maxi Obexer, Autorin und Gründerin der Summer School Südtirol. Genau, über die Infos vorab habe ich schon gesprochen. Auch, dass das Ganze heute hier zeitlich ein bisschen ambitioniert ist, dafür bitten wir um Verständnis. Wir sind einfach sehr ehrgeizig. hier an dieser Stelle leite ich auch gleich weiter an Monika Hauser. Sie ist bekannt in Südtirol, in Deutschland und weltweit, unter anderem auch als Trägerin des Alternativen Nobelpreises. Ursprünglich als Gynäkologin und junge Ärztin ausgebüxt, um den Frauen in Jugoslawien, im jugoslawischen Krieg zur Hilfe zu eilen. Und sie wurde dann die Gründerin von Medica Mondiale, einer weltweit in allen Krisengebieten der Erde operierenden Frauenhilfsorganisation, die auf vielen Ebenen, und das ist sicher das Besondere, Hilfe zur Selbsthilfe anbietet auf struktureller und infrastruktureller Ebene, aber eben auch im ganzheitlichen Sinne. Medica Mondiale untersucht und untersucht die systemischen und strukturellen Ursachen und Untergründe von Gewalt und benennt sie, ebenso die traumatischen, transgenerationellen Folgen bei den Betroffenen und ebenso wie in der Gesellschaft, die auch in allen zivilisatorischen Prozessen letztendlich Auswirkungen haben. Also das sind nur sozusagen die kleinsten, wichtigsten Nenner dieser sehr großen, sehr, sehr, sehr wichtigen Hilfsorganisation für Frauen. Und hier möchte ich gleich das Wort an Monika Hauser weitergeben und freue mich sehr, sehr, dass du wieder bei uns bist.
Vielen Dank, Maxi, für die Einladung, für die freundliche Einleitung. Und sehr gerne berichte ich euch jetzt heute weniger von der Medica-Arbeit, sondern mehr von dem theoretischen und strukturellen Fundament, was unsere feministische Arbeit trägt. Und würde dafür gerne mit euch durch eine PowerPoint gehen. Der Host hat die Freigabe, ihr müsstet mir noch die Freigabe vom Teilnehmerbildschirm aktivieren, bitte. Sagt Bescheid, wenn ihr aktiviert habt. Funktioniert jetzt? Jetzt ist es da, genau. Okay. So, dann eine Sekunde. Bildschirmpräsentation. Wo mache ich das schon wieder? So, ich glaube, jetzt müsste alles funktionieren. Also, ich möchte euch gerne heute berichten von den Ursachen, Formen und Folgen von Gewalt gegen Frauen und Mädchen, das kurz in den Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie stellen und am Schluss ganz kurz nochmal auf politische Instrumente eingehen. Ja, die Ursachen für Gewalt gegen Frauen liegen in den patriarchalen Strukturen weltweit. Wir haben eigentlich keine Gesellschaft weltweit, in der wir keine patriarchalen Strukturen haben. Es gibt aber patriarchalitätsärmere und lastigere Strukturen. Und ist ja nun schon lange bekannt, dass skandinavische Länder hier am weitesten vorangeschritten sind. Nichtsdestotrotz haben wir auch dort Diskriminierung und Gewalt. Also das zeigt, eine gute Gesetzgebung ist das A und O, aber sie reicht nicht aus, wenn wir nicht auch gleichzeitig eine gesellschaftliche Sensibilisierung dabei haben. Das muss wirklich Hand in Hand gehen. Und auch dann dauert es noch länger und Generationen, bis wir zu der Geschlechtergerechtigkeit kommen, die wir so als Vision im Kopf haben. Die patriarchalen Strukturen, sie sind diejenigen, die die gesellschaftliche Sozialisation von uns allen geprägt haben und prägen. Dazu komme ich gleich ausführlicher. Tradierte Rollenbilder, Geschlechterstereotypien und Mythen bilden den Nährboden für geschlechtsspezifische Gewalt. Und es gibt patriarchale Strategien, wie zum Beispiel die Schweigekultur, die die Fortsetzung und das Kontinuum von Gewalt prägen und fördern. Ja, das Bild habe ich für euch zusammengestellt. Oben seht ihr die Männerriege, wo in der Mitte der alte und der neue Landeshauptmann. Also da hat sich bei so diversen Veranstaltungen, hat sich das noch nicht unbedingt geändert. Es steht eine Frau hinter Herrn Kompatscher. Man sieht ihre blonden Haare durch. Aber sie ist, alle wollten für das Foto dann nach vorne. Und was mich hier am meisten bedrückt, ist der kleine Junge rechts. Um das geht es ja, dass wenn Jungs und Mädchen nichts anderes vorgelebt bekommen, dann denken sie, das wäre die Normalität, so müsste es sein. Und dagegen agieren wir ja alle. Die vier Herren im Quadrat, das ist nur so ein Beispiel für die schlimmste Riege, die wir derzeit haben. Und auf dem Cartoon könnt ihr ja selber lesen, genau, 5 Minuten fürs Frauenthema und dann gehen wir weiter zum nächsten Thema. Das prägt immer noch weltweit die Haltung, nicht nur von Politik. Patriarchale gesellschaftliche Sozialisation, damit starte ich. Das bedeutet, dass bestimmte Vorstellungen in der Erziehung und in der Bildung prägend sind. Frauen sind so und so und Männer sind so und so. Diese Bilder, die kennen wir in Reinkultur aus unserer, also ich mit meinen 62 Jahren kenne die alle sehr gut aus meiner halb südtirolerisch, halb schweizerischen Erziehung, geprägt mit katholischem Hintergrund, dass die Frauen für die Fürsorge zuständig sind, dass sie dann wiederum unberechenbar wären gleichzeitig und
das Beschützenswerte und im Gegenteil halt dann die Männer. Diese Stereotypisierung und Rollenklischees von Kindheit an, die zementieren wirklich diese geschlechtsspezifischen Vorstellungen, und Werbung etc. tut ihr Übriges. Da ist das, der Kapitalismus mit seinen Konsumvorgaben absolut unterstützend, diesen Gender-Stereotypien. Die Mädchen im Kindergarten mittlerweile, alle rosa gekleidet, alle, die immer wieder die gleichen Artikel von irgendwelchen Firmen, bei den Jungs nicht so viel anders. Wir haben versucht, unseren Sohn von dem allem fernzuhalten. Allerdings musste ich mir dann im Kindergarten die Sprüche anhören, dass ich ihm eben farbige Leggings angezogen habe. Also das hat mich schon sehr entsetzt, was ich dann da für Sprüche hören musste. Und das ist so ein mittelstädtischer Kindergarten gewesen mit integrativem Anspruch. Ich sehe bei Kindern von Kolleginnen, dass das wieder sogar schlimmer geworden ist in den letzten 10, 15 Jahren. Wir haben in dieser Sozialisation die männliche Dominanz. Einerseits ist sie Mythos, weil sie ja nun nicht wirklich stimmt. Wir sehen ja oft, dass es gar nicht der Realität entspricht. Und gleichzeitig ist es Realität, weil die Strukturen dominant männliche sind. Also dieser Widerspruch, der prägt uns ja alle auch. Wir nennen das Unconscious Bias, das, was wir als Mädchen, als Frauen internalisiert haben, das heißt unbewusste Vorurteile uns selber gegenüber. Wir haben gelernt, ein Mädchen kann das und das nicht, ein Mädchen soll das und das. Und leider gehört zu diesen Vorurteilen auch oft die Entsolidarisierung unter Frauen. Und das ist einer der schmerzhaftesten Punkte, zu dem ich aber später nochmal komme. Der Alltagssexismus ist nicht nur mal eben sexistische Witzchen, sondern es ist wirklich eine flächendeckende Grundhaltung, die wir in patriarchalen Strukturen aufgrund dieser Sozialisation als Boden, Humus in unserer Gesellschaft haben. Die katholische Kirche will ich hier nicht außer Acht lassen. Also wenn ich internationale Vorträge mache, spreche ich natürlich auch von anderen Religionen, die es da gibt, die ja nun auch nicht besonders frauenfreundlich sind. Hier in Südtirol, denke ich mal, ist die katholische Kirche das Prägendste. Und hier haben wir wirklich patriarchale Strukturen bis zum heutigen Tag, die leider sehr viel Gewalt generieren. Vielleicht habt ihr mitgekriegt vom Erzkardinal Wölki in Köln, wie er die Aufklärungsuntersuchungen boykottiert hat und jetzt versucht, sich herauszureden mit einer neuen Studie, die rausgekommen ist, die aber nur umso mehr nochmal zeigt, wie verflochten die ganze Struktur, wie systemisch das Ganze ist. Den Punkt patriarchale Spiritualität habe ich hingeschrieben, weil es, und da kann ich mich an meine Großmütter sehr erinnern in Laas, die durchaus eine eigene Spiritualität hatten, die aber sehr von der Kirche gesteuert wurde. Also ich denke, es ist für Frauen sehr schwer, eigene Spiritualität im Rahmen der katholischen Kirche zu leben. Mythen sind das, was hier und bestimmte Narrative, die unsere Gesellschaft sehr prägen. Sprüche könnte ich jetzt euch fragen, welche Sprüche kennt ihr? Das können wir vielleicht gleich in der Diskussion auch nochmal aufbringen. Das finde ich sehr spannend. Immer wieder auch bei Straßenaktionen, die wir vor Jahren auch schon gemacht haben, die Leute zu fragen, was ihnen denn da so einfällt. Und da kommen halt die ganzen Sprüche. Wenn sie sich so kleidet, ist es ja kein Wunder und so weiter. Das ist etwas, was ich vor allem im afghanischen Kontext immer wieder höre, dass Frauen es anders gar nicht verdient hätten. Aber leider gibt es Sprichworte weltweit, die sich um dieses Narrativ ranken. Ein Nein ist eigentlich ein Ja, das kennen wir auch alle. Da gibt es Gott sei Dank jetzt endlich in Deutschland eine Gesetzgebung, die genau deutlich macht, ein Nein ist ein Nein. Aber das heißt noch lange nicht, dass das im gesellschaftlichen Kontext auch so verstanden wird. Bei einer, da ein bisschen tätscheln und so weiter, da ist doch kein Schaden entstanden. Dann der Mythos, Frauen neigen ja zu Falschaussagen. Es gibt eine Studie, dass ungefähr 5% von 100% Aussagen Frauen falsch ausgesagt haben. Das ist dann auch nochmal zu untersuchen, warum sie das gemacht haben. Aber dieser Mythos, Frauen würden so oft falsch aussagen, ist also völliger Blödsinn.
Und dann gibt es natürlich auch Stereotype über Männer, dass sie so und so zu sein haben. Und er hat das ja gemacht, weil er hatte Stress, psychisch vorbelastet, war alkoholisiert und immer wieder dieses Othering. Also Othering bedeutet, hier bei uns ist alles in Ordnung, aber er war halt Pakistani oder Afghane oder Spanier oder ich weiß nicht was. Auf jeden Fall kommt er aus einem Land, wo es ein patriarchales Brauchtum gibt, was unserem völlig widerspricht. Das ist auch in Deutschland immer wieder interessant, bei der Gesetzgebung, bei sogenannten Ehrenmorden, dass wenn ein deutscher Mann seine deutsche Frau umgebracht hat, es eine Beziehungstat war und der Mann so traumatisiert war, emotional durch bestimmte Gegebenheiten, dass er mildernde Umstände hat. Bei einem pakistanischen Mann, der seine Frau umgebracht hat, da wird dann auf die Brauchtum in seinem Land zurückgegriffen. Und diese Mythen, es geht immer wieder ums Gleiche. Es geht um Leugnung, es geht um Verharmlosung, es geht um Legitimierung. Und all diese Mythen dienen dazu, dass das Machtsystem erhalten bleibt, um eben diese Strukturen zu erhalten und Kontrolle weiter behalten zu können. Und das ist nichts, wo oben ein Chef hockt und diese ganzen Geschichten ausgibt und sagt, so machen wir das jetzt, sondern das sind gesellschaftliche, tief verankerte Strukturen, tief internalisiert. In uns allen, und wir werden das sehen mit jeder neuen Generation, wo das sich aufweicht, wo die Geschlechter freier leben können, da wird es auch freier im Umgang miteinander werden. Aber ich würde jetzt mal behaupten, wenn ich so in die Runde schaue, wir alle haben von diesen Strukturen noch sehr viel in unserer Kindheit und Jugend mitbekommen. Das finde ich auch sehr schön, weil es immer wieder darum geht, da viele Erklärungen zu machen. Und es gibt eigentlich nur einen einzigen Grund, kann man sagen, für Vergewaltigungen, nämlich, dass es Vergewaltiger gibt. So, diese Strategien dienen der Machterhaltung, habe ich schon gesagt. Und die Strukturen dienen der Machterhaltung, wir haben verschiedene Strategien, die es sich lohnt, einzeln immer wieder mal anzuschauen und zu unterfüttern, kontextspezifisch. Eine Schweigekultur haben wir in Südtirol eine ganz extreme. Als ich praktisches Jahr im Regionalkrankenhaus in Schlanders vor Jahrzehnten gemacht habe, da haben mir viele ältere Frauen ihre Geschichte erzählt und haben aber dazu gesagt, Frau Doktor, erzählen Sie das bitte erst, wenn ich tot bin. Vorher darf das nicht veröffentlicht werden. Und das zeigt, glaube ich, nochmal diese Rigidität dieser Strukturen. Und die Frauen haben sehr, sehr ernsthafte Gründe zu schweigen und nicht zu sprechen. Ja, das kennen wir weltweit, dass es, ich spreche wieder von Deutschland, Familientragödie oder Beziehungstat heißt, wenn es muslimische Männer gemacht haben, dann geht es um Ehrenmord. Da geht es um Ehre, hier geht es um Beziehung. Dass dieses Othering gilt es immer wieder zu entschleiern und deutlich zu machen, welche ähnlichen Strukturen dahinter stehen. Ja, das ist eine der wichtigsten Strategien, dass Frauen genau wissen, warum sie nicht darüber reden können, weil sofort bagatellisiert wird und die eigene Gewalt, über die Gewalt zu berichten, was man erlebt hat, sich über den eigenen Schmerz hinwegzusetzen und darüber zu reden, mit der Gefahr, dass es dann verharmlost, dass man verspottet wird, dass es bagatellisiert wird, ist eine viel zu große psychologische Gefahr. Daher haben viele Frauen gute Gründe zu schweigen. Victim Blaming ist auch eine sehr beliebte Taktik, dass die Frau doch eben zu kurzer Rock, warum hat sie sich so verhalten? Da muss sie sich nicht wundern. Also sie wird geblamed und nicht der Täter. Das möchte ich hier auch nochmal betonen, dass wir marginalisierte Gruppen haben und Frauen, die Mehrfachdiskriminierung haben, die besonders gefährdet sind. Geflüchtete Frauen bis hin, wenn sie dann im Aufenthaltsstatus in Südtirol oder in Deutschland haben, erneute Gewalt dort erleben, haben wir leider in Deutschland auch sehr häufig, sei es durch Mitgeflohene, sei es durch eigene Familienmitglieder oder auch durch Security-Leute aus den Einrichtungen, dass eben sie dadurch auch nochmal in einer besonders gefährdeten Situation sind. Das ist etwas, was mich schon als junge Ärztin immer besonders empört hat, dass wenn
ein behindertes Mädchen gebracht wurde, die in die Klinik gebracht wurde, die vergewaltigt wurde, dass von vornherein klar war, wenn der Täter gefasst wird, dass der Strafrahmen für ihn viel geringer ist, als der Strafrahmen es wäre für eine nicht behinderte Frau. Muss man sich immer wieder mal vor Augen halten, dass solche Dinge immer noch in unserer Gesetzgebung nicht eindeutig geklärt sind. Ja, das möchte ich einfach noch mal betonen, dass wir in den Zeiten jetzt, wo viel mehr Menschen sich auch zu ihrer sexuellen Orientierung, zu ihrem Anderssein bekunden können, dass wir auch sehen, dass nun zunehmend auch hier die Mehrfachdiskriminierung zunimmt und das eine sehr ernste Angelegenheit ist, wo wir alle darauf schauen müssen, dass wir diesen Punkt nicht immer wieder unter den Tisch fallen lassen. Ich möchte ganz kurz zu den Medien sagen, dass die auch sozusagen ein Fundament in unserer medienstarken Gesellschaft bieten. Da gibt es eine sehr interessante Studie von dieser Malisa-Stiftung. Das ist die Maria-Furtwängler-Stiftung, die da wenigstens mit ihrem Geld was Gutes gemacht hat und hier eine sehr interessante Studie erstellt hat. Die ganzen Links kriegt ihr nachher mit der PowerPoint. Da sind die ganzen Links drin zum Nachlesen. Das alles, glaube ich, erklärt sich von selbst, aber es ist immer wieder wichtig, sich vor Augen zu halten, dass diese Dinge sehr subtil und sehr langfristig wirken und dass es Gegenstrategien gibt. Die schlechte Nachricht ist der Zustand von gesellschaftlichen Strukturen. Die gute Nachricht ist, wir können sie verändern und wir müssen sie verändern aufgrund unseres Bewusstseins. Aber so wie diese negativen gesellschaftlichen Strukturen durch Menschen gemacht wurden, können wir Menschen sie auch wieder verändern. Das ist meine Erfahrung in den letzten 30 Jahren gewesen und das gibt mir meine Kraft und meinen Optimismus, immer wieder weiterzumachen. Und, aber wir müssen es tun. Ja, aus unserer Perspektive geht es hier um Macht und Gewalt. Daher sprechen wir von sexualisierter Gewalt. Und auch wenn wir mehr und mehr Dokumentationen gerade aus Kriegskontexten haben, aber natürlich auch aus sogenannten Friedensgesellschaften, dass auch Männer und vor allem Jungs sexualisierte Gewalt erleben. Ich habe vorher von katholischen Kirche gesprochen, aber auch von anderen Strukturen, wo es dieses Machtgefälle gibt, haben wir natürlich auch Männer und Jungs als Opfer, aber der allergrößte Teil der Täter sind Männer und der allergrößte Teil der Opfer sind Frauen. Das ist eine Sicherung der Machtstellung und ein gezieltes patriarchales Mittel, darüber habe ich schon gesprochen. Und auch das habe ich schon gesagt, diese Reproduktion immer wieder dieser Stereotypenbilder, die unterstützt diese sexualisierten Darstellungen, unterstützen dieses stereotype Bild, dass Frauen vergewaltigbar wären, was sie natürlich rein physisch auch sind, aber eben auch in den Köpfen, vor allem auch von jungen Männern, dass es doch okay ist, das zu tun, wenn man das ständig so vorgelebt bekommt in den Medien. In Social Media ist ein ganz schreckliches Forum geworden, wo mittlerweile wir Rape Culture und propagiert bekommen, was sich einfach in den Köpfen festsetzt. Ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist die Straflosigkeit, die wir nach wie vor weltweit haben, auch in Deutschland, auch in Italien. Wir haben hier eine große Kluft zwischen dem, was im Recht steht mittlerweile. Also wir haben eine ganz gute Gesetzgebung, aber auch die Richter und das Justizpersonal sind Angehörige von patriarchalen Gesellschaften und die haben so einen großen Ermessens- und Spielraum und haben so viele eigene patriarchale Stereotype, Vorurteile, sodass wir beklagen müssen, wie wenig Täter wirklich verurteilt werden. Wie wenig Frauen auch sich getrauen anzuzeigen. Das ist einer der Hauptaspekte. Nur 15% der vergewaltigten Frauen in etwa zeigen an. Das sind hier deutsche Zahlen. Und nur 8,4% der 8000 angezeigten Vergewaltigungen sind die Täter überhaupt verurteilt worden. Und das ist ein großes, großes Armutszeugnis für die deutsche Justiz. Und wie gesagt, die bessere Gesetzgebung ist wichtig, aber ist nicht
Der einzige Grund, warum sich STEM verbessert, wir brauchen Schulung und nochmal Schulung, Qualifizierung und Selbstreflexion von Justizpersonal. Wenn wir das nicht haben, wird sich auch nichts grundlegend verändern. Vergewaltigung in der Ehe, ein ganz heftiges Thema. In Deutschland erst seit 1997 offiziell strafbar. Das muss man sich immer wieder mal sagen, weil man denkt, wenn man Leute fragt, ja, das ist doch seit 50 Jahren, ist Vergewaltigung in der Ehe strafbar, nichts da. Und auch damals ist das nur zustande gekommen, weil eine fraktionsübergreifende Politikerinnengruppe diesen Anstoß gegeben hat, dass da überhaupt ein Gesetz dafür geschaffen werden soll. Man muss sich das nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Damals gab es 470 zu 138 Stimmen, die dagegen, also 138 waren dagegen. Das ist die Politik, die das zum damaligen Zeitpunkt die Geschicke Deutschlands sozusagen geleitet hat. Und Leute wie Friedrich Merz und Horst Seehofer haben übrigens dagegen gestimmt. Und in Italien haben wir dieses Gesetz seit 96. Wer da dagegen gestimmt hat, weiß ich leider nicht. Das ist jetzt ein bisschen kompliziertes Bild. Das müsst ihr euch vielleicht auch im Nachhinein nochmal anschauen. Das ist von dem Zusammenschluss der deutschen Beratungsstellen. Und man sieht, wie viele die Anzahl der Vergewaltigungen in hellrosa dann, wie viele wirklich angezeigt wurden. Und in dunkelrot die tatsächlich verurteilten Täter. Ich finde solche Bilder immer wieder wichtig, die Visualisierung, das finde ich sehr einprägsam, wenn man Öffentlichkeitsarbeit macht, mit solchen Bildern zu hantieren. Ja, toxische Maskulinitäten, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das sind schädliche Verhaltensweisen aufgrund eines extrem patriarchalen Männerbildes, was der ganzen Gesellschaft schadet. Das schadet also in erster Linie natürlich den Frauen und den Mädchen, die Betroffene sind, aber es schadet natürlich auch den Männern und den Jungs und es schadet der ganzen Gesellschaft. Und da haben wir dann diese ganzen Sprüche, Männer weinen nicht. Übrigens gibt es ganz neu jetzt mit der Pandemie, Maske tragen ist beschämend, ist ein Zeichen der Schwäche. Ist, glaube ich, schon ziemlich aussagekräftig. Und wir müssen unsere Männlichkeit wieder entdecken. Das ist ein Spruch von Höcke, AfD, der mit ein Vorantreiber ist. Da kann ich das Nächste nochmal dazu nehmen. Dieser Rechtspopulismus ist ein extremer Faktor, der auf autoritäre, männliche, patriarchale Strukturen pocht, ein extrem konservatives Familienbild hat, Gender als Gender-Wahn abtut. Feministinnen sind Hexen und der Rolf Pohl, ein von mir sehr, sehr geschätzter Männerforscher, von ihm stammt das Wort, damit wird die Resouveränisierung beschädigter Männlichkeit versucht. Darüber kann man sehr viel nachlesen. Er hat hervorragende Papiere geschrieben, die wir haben, weil er auch in unserem Fachbeirat ist und er ist immer wieder sehr unterstützend und mit einer klaren profeministischen Haltung. Das finde ich gerade bei Männern, die zu dieser Thematik, zur Geschlechterdiskriminierung forschen, finde ich sehr wichtig, dass wir hier eine klare profeministische Haltung haben. Und dann können wir gemeinsam wirklich vorwärts gehen und versuchen, gemeinsam auch Strukturen zu verändern. Das ist eines der Hauptprobleme. Diese Gleichzeitigkeit. Wir haben weltweit und auch in Südtirol, denkt an die Strukturen in Südtirol, wir haben noch die alten Machtverhältnisse. Wir haben aber auch gleichzeitig schon neue Strukturen. Wir haben Frauen in der Politik, wir haben Frauen auf allen Ebenen, auch wenn es immer noch eine viel zu geringe Zahl ist. Also wir haben neue Strukturen und das führt zu Spannungen bei diesen Männern, die... psychologisch gibt es da viele Erklärungen mittlerweile, die eben ihr Selbstwertgefühl in Mitleidenschaft gezogen sehen, die ihre eigene Männlichkeit in Gefahr sehen, ihr individuelles Sein in Gefahr sehen. Ein Forscher, dessen Namen ich jetzt gerade nicht parat habe, der sprach auch vom gekränkten Anspruch dieser Männer. Und entsprechend sind die extrem toxischen Reaktionen. Ihr wisst, was Incels sind. Ich wollte das hier nochmal ganz kurz aufführen. Das ist die Abkürzung für unfreiwillig zölibatär.
Das ist eine Subkultur mittlerweile, eine Internet-Subkultur, die extrem gut organisiert ist, ein globales Netzwerk hat, die wir einfach nicht kennen dürfen und nicht unterschätzen dürfen. Das ist nicht nur so ein paar Typen, die so crazy drauf sind, könnte man sagen, sondern es ist extrem gut organisiert, weltweit, global, und haben eine so hasserfüllte Rhetorik, die sie übers Netz ergießen, und real auch Frauen immer wieder, Feministinnen, deklarierte Frauen, Aktivistinnen, Politikerinnen angreifen, mit einer extrem traumatisierenden Wirkung. Ja, Formen der Gewalt gegen Frauen, habe ich hier mal so eine Auflistung gemacht. Ihr wisst das alle, dass das geht von Abwertungen über sexistische Sprache, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, pornografische Handlungen, Internet, wie gesagt, ein Feld, was man sich vor 15 Jahren kaum vorstellen konnte, wie viel Hass und Gewalt sich da ansammeln kann. Genitalverstümmelung als ein extremes Beispiel und natürlich sexualisierte Gewalt im Krieg, das Thema von Medica Mondiale, ein extremes Beispiel. Wir haben auch sexuelle Versklavung, bis hin zu Zwangsschwängerung, Zwangsabtreibung. Ja, die Palette, das ist überhaupt nicht vollständig, die Palette ist gigantisch. Ich möchte ganz kurz zum Krieg sagen, jetzt weniger zu den Funktionen von sexualisierter Gewalt im Krieg, das wird diesen Vortrag auf jeden Fall sprengen. Dazu haben wir sehr viel auf unserer Homepage, sehr viel geschrieben auch. Ich möchte nur hier drei Zahlen präsentieren. Bosnien zwischen 20.000 und 50.000, in Ruanda über eine Viertelmillion während des Genozids und zwei Drittel ist mit HIV infiziert worden. Und in Liberia, wo wir ja auch seit 15 Jahren arbeiten, sind mindestens 40.000 Frauen vergewaltigt worden. Ihr wisst, ich könnte jetzt mit Sudan, Nordirak, Afghanistan, die Liste ist endlos. Es war mir nur einfach wichtig, das hier deutlich zu machen, dass wir diese extreme Form haben im Krieg. Aber können wir wirklich über Frieden sprechen in unseren Ländern? Frieden für Frauen? In Südtirol fliehen jedes Jahr 600 Frauen vor häuslicher Gewalt in die Frauenhäuser. Und das ist, die Flucht steht am Ende, so wie ein Femizid am Ende einer ganz, ganz langen Leidensgeschichte steht. Und bis eine Frau sich entschließt, wirklich mit ihren Kindern oder alleine ins Frauenhaus zu gehen, haben wir eine sehr, sehr lange Vorgeschichte. Daher immer wieder die Frage, können wir vom Frieden sprechen? Und es geht alle Frauen an. Das ist auch nochmal wichtig. Da gibt es ja auch immer wieder diese Stereotype, diese Narrative, diese Mythen, es würde nur arme Frauen und so weiter treffen. Das ist ziemlicher Blödsinn. Das wissen wir heute schon sehr, sehr lange, wissen wir das eigentlich genau, dass es um Frauen jeglicher Zugehörigkeit geht. Die Kinder dieser Paare sind direkt, indirekt oder direkt von der Gewalt betroffen, werden schwer traumatisiert und nehmen das mit in ihr restliches Leben. Und wir wissen aufgrund einer Studie, auf mehreren Studien, dass 40-75%, weil es mehrere Studien sind, leider so eine große Bandbreite, 40-75% aller stationär psychiatrisierten Patientinnen haben in ihrer Kindheit sexualisierte Gewalt erlebt. So, ich möchte euch zwei Spots zeigen. Den ersten hier. Jetzt muss ich mal ganz kurz zwei Dinge tun. Und hoffe, dass das jetzt gut klappt. Willst du noch was? Oh, komm, noch ein bisschen, hm? Aber die 2 Löffel können wir jetzt nicht wegschmeißen. Jetzt lass sie doch, wenn sie keinen Hunger mehr hat. Ich nehme gerne noch ein bisschen. Darf
ich aufstehen? Wir essen, bitte warte noch. Kann ich Fernsehen gucken? Schatz, was ist denn an Warte bitte noch nicht zu verstehen? Alle aus meiner Klasse dürfen Fernsehen gucken. Es ist mir egal, was alle anderen dürfen. Du bist nicht alle anderen und wir essen hier gemeinsam zu Abend am Tisch. Darf ich was lesen? Nein, lesen? Du wartest jetzt bitte. Das ist aber unfair. Willst du vielleicht einen Nachtisch? Ich habe den Schokopudding gemacht, den du so magst. Ich esse auch der mit Streusel. Jetzt lass sie doch, wenn sie wirklich satt ist. Ja, aber süß ist doch wohl was anderes. Wie war es in der Schule? Erzähl mal. Gut. Ich stehe jetzt auf. Hilf mir mal bitte noch beim Abräumen. Jetzt lass sie doch. Ich helfe dir doch gern. Ja, wir haben mit der Kunsthochschule in Köln haben wir mehrere Spots gemeinsam produziert und am Schluss wollte ich euch noch einen empowernden Spot zeigen. Der war ja etwas sehr nüchtern und deprimierend, und aber es ist wichtig, denke ich, weil Visualisierung habt ihr, ist ja euer Metier, und zu berühren, das geht wirklich sehr viel besser mit solchen visuellen Methoden. Zu Femizid möchte ich sagen, potenzielle Tödlichkeit patriarchaler Geschlechternormen, anders kann man es nicht formulieren, immer wieder sich vor Augen zu halten, dass diese patriarchalen Geschlechternormen nicht nur ein bisschen Sexismus und so weiter sind, sondern für Frauen eine potenzielle Tödlichkeit haben. Warum es jetzt hier bei mir nicht weitergeht, weiß ich nicht. Ja. Ihr kennt die Zahlen. Jeden Tag versucht in Deutschland ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten und jeden dritten Tag ist er erfolgreich. Weltweit fürs Jahr 2017 rund 50.000 ermordete Frauen. Und das ist bestimmt, ist die wahre Zahl höher, weil das sind sozusagen die Gemeldeten. Das kennt ihr alle, eine von uns, für die Frauen, die in Südtirol ermordet wurden. Das war eine Online-Petition jetzt vom Frauentag, online über Südtirol. Das war mir wichtig, an der Stelle nochmal hier aufzuzeigen. Ihr kennt das. Das hier ist das sogenannte Rad der Gewalt, wo es um Macht und Kontrolle geht. Das will ich gar nicht weiter ausführen, dafür haben wir jetzt hier nicht die Zeit. Vielleicht, ich weiß es nicht, die dritte Referentin heute, die wird sicherlich auch von diesen Macht- und Kontrollstrukturen und Dynamiken berichten. Das lohnt sich auf jeden Fall, sich das auch nochmal genauer anzuschauen. Wir haben eine einzige Erhebung von 2014 EU-weit, das ist auch eigentlich unglaublich, die erste und die einzige bislang, die herauskristallisiert hat, dass eben jede dritte Frau seit ihrem 15. Lebensjahr sexualisierte Gewalt erlebt hat. Jetzt seid ihr alle stumm geschaltet. Sagt mir doch, was ihr denkt, welches Land Europas die höchste Zahl hat. Italien? Noch ein zweites Beispiel, bitte. Spanien. Oh, ihr seid Südeuropa lastig. Nee, es ist Dänemark.
Und zwar nicht, weil die Dänen mehr vergewaltigen als die Südtiroler oder die Spanier oder die Deutschen, sondern weil wir dort die aufgeklärteste Gesellschaft haben, die besten Beratungsstellen, die bestfunktionierendste Polizei, weswegen die meisten Frauen dort sich getrauen, zur Beratungsstelle zu gehen, zur Polizei zu gehen, sich zu melden. Und trotzdem wir das haben, haben wir so hohe Gewalt. Das heißt, die Beratungsstellen, die gut organisierte Polizei, die qualifizierte Polizei sind alles Grundvoraussetzungen, um überhaupt die Gewalt sichtbar zu machen. In Südtirol haben wir ja überhaupt noch nicht wirklich sichtbar, wie viel Gewalt es tatsächlich gibt. In Dänemark ist sie viel sichtbarer. Aber das zeigt dann auch, wie hoch selbst dort die Gewalt ist. Das ist eine italienische Studie. Alle 15 Minuten wird in Italien eine Frau von Opfer von Gewalt. 82% eigener Partner, das ist klar, das haben wir vorher schon festgestellt. Diese Zahl ist wichtig, also diese Zahlen sind immer wieder wichtig. Wir brauchen Zahlen, um die Dinge deutlich zu machen. Als ich im Landtag im letzten Sommer meinen Vortrag gehalten habe, um eben die Istanbul-Konvention deutlich zu machen, warum die so wichtig ist, habe ich diesen Dreisatz, es ist ein ganz simpler Dreisatz, wenn 5 Frauen in Südtirol ermordet wurden in einem Jahr in Bezug auf die Einwohnerzahl in Südtirol und auf die ermordeten Frauen in ganz Italien, dann ist es in Südtirol 4-mal höher die Gefahr, ermordet zu werden, als der Rest in Italien. Da haben sie im Landtag aber gestaunt und das hat man natürlich nicht so gern gehört, aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, sich das immer wieder vor Augen zu halten. In den Folgejahren, wo wir italienweit wieder mehr Femizide woanders haben, wird die Zahl für Südtirol natürlich gleich eine andere. Das ist schon klar. Aber es ist wichtig für 2018, sowas mal aus. Es ist für jedes Jahr, kann man sich das ausrechnen. Ganz simpler Dreisatz. Aber eben wichtig zu sehen, dass es nicht in Sizilien oder Kalabrien oder ich weiß nicht wo, Drogendealer und, sondern es sind die einheimischen Südtiroler Strukturen und die einheimischen Männer, die Gefahr für die einheimischen Frauen sind. So, ich muss, glaube ich, ein bisschen auf die Tube hier drücken. Folgen haben wir, massig Folgen, natürlich von Depressionen und dem Selbstzweifel und immer wieder dem Demütigungsgefühl, da resultieren natürlich viele, viele psychologische Folgen. Über die Hälfte aller Frauen entwickeln eine schwere posttraumatische Belastungsstörung. Das finde ich nochmal wichtig. Wir haben dieses komplexe PTBS, also die komplexe posttraumatische Belastungsstörung, die wir aus dem Kriegskontext kennen. Wer 10, 15 Jahre häusliche Gewalt erlebt hat, hat ähnliche Traumatisierung, nämlich diese komplexe PTBS, wie Menschen im Kriegskontext, was die WHO mittlerweile eben auch bei häuslicher Gewalt im sogenannten Friedenskontext anerkannt hat. Ich glaube, das zeigt deutlich auf, welche psychischen Folgen so häusliche Gewalt anrichten. Und wir sehen das nicht als Symptome, sondern als Reaktion auf schwere Menschenrechtsverletzungen. Der Preis ist hoch und wir alle bezahlen dafür. Es geht um Folgekosten für Polizei- und Gerichtskosten, Gesundheitsversorgung und so weiter. Für ganz Europa im Jahr 2006 ist das diese Kosten gewesen. In Deutschland diese und in Südtirol immerhin noch diese gigantische Zahl. Immer wieder wichtig, auch die wirtschaftlichen Zahlen heranzuziehen, weil manche Menschen, die psychologische Folgen nicht verstehen, verstehen vielleicht die wirtschaftlichen Folgen. Das ist ein Thema, mit dem sich Medica Mondiale in den letzten Jahren sehr intensiv beschäftigt hat, dass diese Folgen auf die nächsten Generationen übergegeben werden. Und die Luise Reddemann, eine Professorin hier in Deutschland, die sehr federführend ist in dieser Thematik, sagt, dass es wie ein Erbe ist, was der nächsten Generation übergeben wird. Bei Covid muss man deutlich machen, dass alle Defizite und Benachteiligungen, die es vorher schon gab, wie unter dem Brennglas verschärft wurden, von erhöhter Gewalt bis Doppelbelastung haben wir die gesamte Palette. Die UN-Chefin hat das als Schattenpandemie bezeichnet.
ein ziemlich bezeichnender Begriff. Und hier sind nochmal ein paar Zahlen, wie die Gewalt während der Pandemie in verschiedenen Kontexten gestiegen ist. Wir haben sofort reagiert im letzten Frühling. Mit unseren Partnerinnen vor Ort haben wir einen Nothilfefonds aufgelegt für sehr unbürokratisches Geld, womit sie zum Beispiel in Liberia Präventionsmaßnahmen gemacht haben, Radiosendungen, immer wieder Aufklärung und nochmal Aufklärung. Und die liberianischen Kolleginnen haben natürlich sehr von den Erfahrungen der Ebola-Pandemie profitiert. Das klingt etwas sarkastisch, aber es ist so. Und zwei Tage später nach Pandemiestart haben sie schon bei ihrem Pick-up hinten diese Info draufgeklebt gehabt. Also die liberianischen Kolleginnen sind sehr handfest, sehr pragmatisch und sehr schnell. In Bosnien möchte ich nur betonen, dass alte Traumata aus dem Krieg, dass die Frauen retraumatisiert wurden und dass eine 24-Stunden-Hotline eingerichtet wurde. Und in Afghanistan ähnliche Maßnahmen. Und wir begleiten dort ja sehr viele inhaftierte Frauen, die wegen angeblichem Ehebruch, wegen moralischer Verbrechen, das heißt selber vergewaltigt worden zu sein, deswegen inhaftiert sind. Und der Zugang war sehr, sehr schwierig zu diesen Frauen unter der Pandemie und dieses bis jetzt. Ich möchte gerne zur Istanbul-Konvention etwas sagen. Die UN-Resolution 1325 und 1820 ist für unsere Arbeit weltweit in Kriegskontexten sehr wichtig. Die lasse ich jetzt hier mal weg. Das ist alles mit Links unterlegt. Wenn euch das interessiert, könnt ihr natürlich danach gucken. Den Codice Rosso kennt ihr. Das ist ein neues italienisches Gesetz von 2019, was eben auch die Gesetzgebung sehr verbessert hat. Aber da hat der Ministerpräsident damals auch sehr deutlich gemacht, ein gutes Gesetz ist das eine. Und er hat, glaube ich, sogar von gesellschaftlicher Revolution gesprochen. Und ich muss ihm recht geben, ohne gesellschaftliche Revolution nutzt uns auch das beste Gesetz nichts. Wir brauchen gesellschaftliche Sensibilisierung. Die Istanbul-Konvention, meines Erachtens eine hervorragende Konvention. Und zwar, weil sie die erste Konvention ist, die wirklich kausal auch an die Ursachen von sexualisierter Gewalt geht. Das sind die vier Säulen und die Präventionsarbeit ist eine der wichtigsten. Daher ist auch zu erwarten, dass all jene, die die Istanbul-Konvention umsetzen, extrem viel gesellschaftliche Sensibilisierungsarbeit machen. Das ist die gute Botschaft für uns alle, dass wir da also anknüpfen können, dass wir da Gelder verlangen können, dass wir vor allem die Umsetzung verlangen können. Ich habe euch das geschickt. Es hat mich gefreut, dass der Südtiroler Landtag heute direkt eine Pressemitteilung rausgegeben hat mit der Verurteilung vom türkischen Präsidenten Erdogan, der die Istanbul-Konvention vor ein paar Tagen abgeschafft hat, was tragisch ist für die Frauen in der Türkei, wo wir so viel Femizide und so viel häusliche Gewalt haben. Und es freut mich, dass Politikerinnen, Südtiroler Politikerinnen das verurteilen, aber noch viel glaubwürdiger wäre das, wenn Südtiroler Politik selber diese Istanbul-Konvention umsetzt. Sie hat sie 2013 ratifiziert, so wie ganz Italien, und muss sie jetzt umsetzen. Und dafür braucht es eine Koordinierungsstelle und es braucht mehrere Maßnahmen, dass die endlich umgesetzt wird. Und ja, da können wir alle gemeinsam immer wieder politische Lobbyarbeit machen, dass wir uns einerseits über diese klare Verurteilung von Erdogan zum Beispiel, dass wir uns darüber freuen. Aber glaubwürdig ist es nur, wenn Südtirol selber die Istanbul-Konvention endlich mit Geldern und guten Ressourcen ausstattet und umsetzt. Der Aktionsplan der Stadtgemeinde Meran kennt ihr auch, nehme ich an. Der ist sehr, sehr gut. Da sind viele Dinge drin, die mit der Istanbul-Konvention einhergehen und kann ich nur empfehlen. Da sind auch die Felder wie Kunst und so weiter kommen davor. Und ich denke, die Partizipation von Frauen ist für diesen Aktionsplan unverkennbar. Und ja, der muss jetzt halt umgesetzt werden auch. Das sind Forderungen an die Landesregierung, die ich im letzten Herbst gestellt habe, die jetzt immer wieder wiederholt werden können, weil sie ja noch nicht umgesetzt sind. Gerade dann, auch wenn man einen Erdogan abwatscht, dann muss man selber solche Dinge umsetzen, um glaubwürdig zu sein. Es
braucht einen Aktionsplan, es braucht vor allem die Koordinierungsstelle mit einer hochqualifizierten Person, die diese Stelle leitet. Die finanzielle Absicherung für die Beratungseinrichtung, die Frauenhäuser, ist ein Muss. Und dass natürlich das Fachpersonal qualifiziert wird in der gesamten Thematik. Und der letzte Punkt ist auch klar, will ich jetzt nicht weiter ausführen. So, jetzt habe ich euch sehr viele Dinge erzählt, die auch immer wieder anstrengend sind. Wir von Medica Mondiale wissen seit vielen, vielen Jahren, dass wir gut für uns selber sorgen müssen, wenn wir eine solche Arbeit tun, um selber psychisch und körperlich gesund zu bleiben. Wir haben deswegen für uns auch ein Projekt gemacht, das heißt achtsame Organisationskultur, und haben für uns Standards aufgestellt, die für die Individuen der Organisation, aber für die gesamte Organisation gelten. Und dazu gehört eben Self-Care, Selbstfürsorge ist ein ganz wichtiger Aspekt. Diese Tipps haben wir letztes Jahr rausgegeben im Rahmen der Pandemie. Das kommt auf den sozialen Medien immer wieder gut an, solche Darstellungen von Tipps. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich immer wieder vor Augen zu halten, dass wir für uns selber sorgen müssen. Sonst können wir so eine anstrengende Arbeit nicht langfristig tun. Ich habe noch einen Film und dann bin ich am Ende. So, ich muss jetzt nochmal. Hier. Freigeben und dann können ab geht's. Tanja, können wir dir noch was helfen? Nee, alles gut, danke. Mich haben sie damals zum Beispiel gefragt, ob mir das Ganze so quasi einen Tag danach nicht einfach nur peinlich gewesen war. Und ich deswegen die Anzeige gemacht habe. Dir und peinlich? Als ob dir irgendwas peinlich wäre. Mädchen, du wüsstest schon, dass sie dich durch eine Falschbeschuldigung strafbar machen können. Wie auch immer, es ist wichtig und absolut richtig, dass du diese Anzeige gemacht hast. Okay? Ja. Ich glaube, das war das Letzte. Nein. Jetzt bin ich aus dem Modus raus. Jetzt müssen wir, glaube ich, die letzten zwei so angucken. Würde ist kein Konjunktiv. Damit stoppe ich meine Bildschirmpräsentation. Ja, soweit. Ja, vielen, vielen Dank, Monika Hauser, für diese ebenso komplexe wie detaillierte Show, würde ich fast sagen, oder Analyse. Es geht mir immer wieder so, dass ich tief beeindruckt bin, auch irgendwie von diesen kleinen Details, was ihr alle zusammenbringt, was ihr alle sammelt, wie ihr analysiert, wie ihr wirklich die psychischen Folgen, Verfasstheiten zu den Ursachen und gleichzeitig irgendwie all die Möglichkeiten
einräumt, die zur Hilfe und zur Selbsthilfe, zur Organisation, zur Neuorganisation, zum Empowerment beitragen. Und so kleine Sachen wie, also natürlich diese Zahlen, du kannst sie halt auch lebendig machen, also sie tun richtig weh. Für mich hört sich das teilweise wirklich an, wie du hast es auch erwähnt, ich habe neulich auch diesen Artikel gelesen über den Krieg. Wenn ich diese Zahlen sehe, 50.000 Frauen, 83.000 Frauen, die weltweit umgebracht wurden, habe ich gelesen im letzten Jahr. 142 Femizide in Italien. Wenn ich diese Zahlen sehe, dann habe ich schon auch den Eindruck, es ist eine Art Krieg. Weil es sind unglaublich große Zahlen. Also wenn wir Kriege von anderen Ländern betrachten und dann die Opfer durchgegeben werden, dann glaube ich, ist es gar nicht irgendwie so weit her, wenn wir uns diese Zahlen anschauen, zu denken, irgendwo wird hier Krieg geführt. Und vielleicht komme ich auch deshalb auf diesen Begriff, weil ich, wie gesagt, eben diese Analyse gelesen habe über diese, wie sehr der Kriegsschauplatz dann nochmal ein ganz besonderer Schauplatz ist für das Selbstverständnis des Mannes, weil er dort wirklich auch ganz und gar und von Frauen sozusagen ausgeschlossen sein männliches Bild als Beschützer bewahren, erhalten kann und darin agieren kann. Und wo es letztendlich dann zu dem kommt, was in den Frauen, bei den Frauenmorden, ja, du hast auch gesagt, es ist sozusagen die letzte Konsequenz eines langen Leidensweges, zu dieser Auslöschung des weiblichen Subjektes oder Auslöschung der Weiblichkeit kommt. Das nur um es hervorzuheben, weil es, weil ich ganz kurz vielleicht auch nochmal auf diese, ja, auf diese Phänomene in Südtirol kommen möchte, die ich besonders ausgeprägt für besonders ausgeprägt halte, eine ausgeprägte Schweigekultur, du hast es angesprochen, dann eine starke, wie ich finde, Entsolidarisierung unter den Frauen und eben die sprachlichen, also die Art von sprachlichen oder die Realität, die Sprache erzeugt, ja, dass mit vielen Sprüchen einfach auch die Realität selbst verwischt wird. Kannst du vielleicht dazu noch ein bisschen eingehen? Ja, die gewaltvolle Sprache habe ich ja auch schon angesprochen. Die haben wir im Prinzip auf jeder Ebene und die wird so hingenommen, dass wir gesellschaftliche Begrifflichkeiten haben und Ausdrücke haben, die begleitend sind zu einer gesellschaftlichen Diskriminierung und dass wir das schon als normal empfinden oft. Das erschreckt mich immer wieder, dass ist etwas, wo wir, glaube ich, gemeinsam immer wieder dagegen angehen müssen. Aber wir müssen es erstmal deutlich machen und aufzeigen, was alles gewalttätige Sprache ist und was gewalttätige Bilder sind. Ich habe von der Werbung gesprochen. Das ist nicht einfach nur ein Pirelli-Reifen und eine halbnackte Frau daneben. Also unabhängig davon, wer ein bisschen Intelligenz hat, sich fragt, was hat sie jetzt. Also warum muss der Pirelli-Reifen mit einer Frau bestückt werden? Dieses Bild der verfügbaren Frau, das drückt sich in Sprache und in Bildern aus. Und es gab am Kölner Hauptbahnhof in der U-Bahn unten ganz lange eine Werbung für so eine Online-Erotik-Geschichte. Hasch mich hieß die, ja, also hey, Hashtag und hasch mich, und da war dann so lasziver Frauenkörper abgebildet, und ich stand dann in der U-Bahn unten und warte auf die U-Bahn mit jungen Männern und jungen Frauen um mich herum, und alle stieren wir auf diese riesige Leinwand. Also was macht's mit den jungen Frauen? Die sehen, dass
sie erstens super attraktiv also aussehen müssen anscheinend, weil sie sonst nicht gut ankommen, dass sie aber auch ständig verfügbar sind. Also man muss nur klicken und dann sind sie verfügbar. Und was heißt das für diese jungen Männer, die sehen, Schulkolleginnen, das sieht er ja, dass das auch seine Schulkolleginnen sein könnten und dass Frauenkörper verfügbar ist. Was wird ihm da vorproduziert durch seine Peergruppe, durch die Medien, auch durchs Elternhaus, wo nicht deutlich gemacht wird, stopp hier, das und das sind Normative, die wir hier für uns geltend haben, dass wir bestimmte Dinge als Verbrechen definieren. Das kommt ja alles nicht durch, indem ständig berieselt wird. Und ich finde übrigens, ein ganzer Ast dieser destruktiven Pornografie, aber auch der Werbung, finde ich nicht nur frauenfeindlich, ich finde sie auch männerfeindlich. Denn es kommen ja auch oft Männer drin vor, die also in so einer abwertenden und entmenschlichten Art und Weise, selbst wenn sie die tollen Macher sein sollen, hat ja einen sehr abwertenden Charakter. Und wir müssen uns gemeinsam gegen all diese, gegen diese Dinge wehren und frühzeitig immer wieder aufzeigen, was ist gewalttätige Sprache, was sind gewalttätige Bilder. Wir können nur immer wieder das aufzeigen und dadurch sensibilisieren. Jetzt würde ich gerne mal in die Runde fragen, ob es gibt bestimmt Fragen und Bemerkungen. Ich habe außerdem, was ich noch sagen möchte, ich habe vorhin Barbara Bachmann und Franziska Cilli nicht begrüßt. Das möchte ich hiermit tun. Auch Sophie Utikal ist dazugekommen, hallo, sehe ich gerade, hallo. Maxi, darf ich einen Rat geben? Ja. Ich glaube, jetzt eine 5-minütige Pause würde uns allen gut tun für alles Mögliche, was man in diesen 5 Minuten tun kann. Und nochmal so ein bisschen durch die Gehirnwindungen frische Luft durchziehen lassen und vielleicht dann mit Anmerkungen, Kommentaren oder Fragen zu kommen. Wäre jetzt meine Empfehlung. Ja, ich habe auch gerade gedacht, du bist vielleicht auch ein bisschen erschöpft erstmal und vielleicht müssen wir alle auch einen Moment runterkommen von dem vielen, was wir gerade erfahren haben. Und also wenn ihr alle einverstanden seid, dann machen wir einfach um 15:15 weiter, 15:45. Ist das in eurem Sinne? Okay, also ich höre nichts Gegenteiliges, also würde ich sagen, wir machen um 15:15 einfach an dieser Stelle hier weiter. Vielen Dank. Ich glaube, wir sind wieder ziemlich vollzählig. Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht die Gesprächsrunde jetzt ein bisschen verkürzen, damit die anderen Vorträge auch noch rankommen können und sodass wir dann die Möglichkeit haben, dann nochmal am Ende eine vielleicht längere Abschlussdiskussion haben zu können. Kommen jetzt erstmal weitere Fragen und Bemerkungen von der Runde? Wenn nicht, dann würde ich auch ein bisschen überleitend auf Armin Bernhard, dieses Thema der männlichen Strukturen, des Patriarchats, aber auch dieser Widersprüche, die du genannt hast, also der männlichen Dominanzen auf der einen Seite, die Jungs früh anerzogen werden, die gleichzeitig großen Druck schaffen und nicht stimmen in dem Sinn und gleichzeitig aber dann noch wieder in der gesellschaftlichen Struktur vorhanden sind. Und dazwischen ist da irgendwie ein Gap. Dazwischen ist etwas, das zu dieser Gewalt führen muss, die ja da ist, die gegeben ist, die ja rasant zunimmt und eben bis hin zu den rasant steigenden Zahlen der Frauenmorde führt.
Vielleicht nur noch kurz zur Einführung. Armin Bernhard. Entschuldigung, darf ich vorher noch eine Frage stellen, bevor wir weitergehen an Monika Hauser? Entschuldigung. Jetzt etwas, als ich jetzt deiner Präsentation gefolgt bin, habe ich mich gefragt, die Zahlen in den letzten Jahren haben ja nichts Positives verändert oder es bessert sich ja nicht so. Es verändert sich nichts. Und ich frage mich, gibt es in diesen letzten Jahren Beispiele, also konkrete Beispiele, wo sich auch was verändert hat? Dann frage ich mich auch, hat zum Beispiel die Politik von Angela Merkel was verändert? Eine Frau, die so viele Jahre in Deutschland eine wichtige Person war, oder gibt es Veränderungen in anderen Ländern, wo Frauen in der Politik wesentliche Beiträge leisten? Wohin können wir positiv blicken? Das noch kurz davor. Ja, das finde ich eine wichtige Frage, weil ich sage ja auch immer, das Glas ist halb voll. Als Menschenrechtlerin kann ich gar nicht anders denken, sonst müsste ich mit meiner Arbeit aufhören, wenn ich eine andere Haltung hätte. Aber das Glas ist halb voll, denke ich, vor allem auch wegen der Arbeit von Frauenaktivistinnen weltweit. Das ist für mich das, was mich hält und was mich stärkt und was mir Kraft gibt, dass wir weltweit in schwierigsten Kontexten überall Frauenorganisationen haben, kleine Grassroot-Organisationen, die unter schwierigsten Bedingungen, unter eigener Gefährdung eine fantastische Arbeit tun und für die Frauen da sind. Und das ist nicht hoch genug zu schätzen. Eine andere Frau zu haben, eine Fachfrau zu haben, eine Aktivistin zu haben, mit der ich über mein Leid reden kann, wo ich mich stärken kann, wo ich so gestärkt sein kann, dass ich selber in Aktion treten kann, was ja unser Ziel ist. Unser Ziel ist ja nicht karitativ, sondern unser Ziel ist ja emanzipatorisches Empowerment, dass die traumatisierten Menschen selber ihre Belange in die eigene Hand nehmen und eigene Perspektiven aufbauen können, die dann wiederum gesamtgesellschaftlich unterstützend sind. Also das ist so mein Motor und die gibt es Gott sei Dank weltweit und ich habe ein Privileg, dass ich viele dieser Frauen erleben kann und mit ihnen zusammenarbeite. Das ist ein Teil der Antwort. Der andere Teil ist, also ob es immer schlimmer wird, wissen wir ja gar nicht so genau, weil wir ja nicht so viel Vergleichszahlen haben. Was definitiv klar ist, dass wir mehr Zahlen heute haben, als was sie vor 10 oder 15 oder 20 Jahren hatten. Aber wer sagt uns, dass die Zahlen nicht damals auch so schlimm waren? Also dass mal Zahlen sind nur Zahlen und nur in einem ständigen, kontinuierlichen Vergleich könnten wir darüber sprechen, ob das Ausmaß kleiner oder größer wird. Das können wir im Moment gar nicht so genau sagen. Wir sehen nur, wie gigantisch das Ausmaß jetzt ist, aber so wahnsinnig viel Vergleichszahlen haben wir nicht. Es wird aber wahrscheinlich schon deswegen schwieriger und schlimmer, weil dieses Spannungsfeld, von dem ich sprach, immer größer wird. Also wir haben einerseits die alten Machtstrukturen, die tatsächlich noch an der Macht sind. Und wir haben aber auch neue Strukturen, in denen natürlich Frauen ihren Raum nehmen. Und das führt zu Spannungen gegen diese etablierte Maskulinität, wovon ich sprach. Und diese Spannungen wiederum können zu vermehrter Gewalt führen. Ja, in dem Sinn auf jeden Fall können die Zahlen höher, also oder wird das Ausmaß größer. Die ganzen Incels, die ganze Internetgewalt, alles das hatten wir vor 10, 15 Jahren auch nicht. Also insofern auch da mehr Gewalt. In Kriegskontexten will ich nur kurz sagen, aber das ist ja unser Metier, die kriegerischen Konflikte werden immer mehr, wenngleich aus anderen Gründen als vor 20, 30 oder 40 Jahren. Und Zivilbevölkerung ist immer betroffen mittlerweile. Das war in den früheren Kriegen anders. Heute ist Zivilgesellschaft immer und überall betroffen. Die neoliberale Wirtschaftspolitik ist dazu angelegt, durch ihre Ausbeutungsstrukturen neue Gewalt zu erzeugen. Gerade auch wieder
gegen Frauen und Kinder und so weiter. Also insofern, nein, wir wissen es nicht genau, weil wir zu wenig Vergleich haben. Ja, wir können davon ausgehen, dass es mehr wird aufgrund dessen, dass wir immer mehr ausbeuterische Strukturen in immer größerem Ausmaße haben. Jetzt zur Frage, ob eine Angela Merkel die Welt verändert. Also insgesamt sagen wir ja, mehr Frauen und mehr kritische Masse an Frauen verändert auf jeden Fall. Alleine schon eine nackte Tatsache. Ob eine Angela Merkel, die sich scheut, sogenannte softe Themen anzusprechen, Frauenrechte, Schutz vor Gewalt, ist noch nie ihr Thema gewesen. In ihren ganzen Jahrzehnten, wo sie regiert hat, war Wirtschaftspolitik ihr Primäres und sicher nicht Frauen und Menschenrechte. Das war nie ihr primäres Thema. Also wegen ihr hat sich ganz spezifisch sicher nichts verändert. Sie hätte viel mehr Möglichkeiten gehabt, unsere Arbeit zum Beispiel zu unterstützen, hier Klartext zu sprechen. Es ist auch so wichtig gewesen, wie sie 2015, dass sie gesagt hat, wir schaffen das. Aber sie hat sehr viele Fehler gemacht danach, dass sie keine guten Strukturen aufgebaut hat in der Arbeit mit geflüchteten Menschen. Und dieses Othering bedient sie auch durchaus immer wieder. Also wir hier, die fleißigen Deutschen und da die Ausländer, die das und das und das. Und das bedient sie durchaus auch immer, auch wenn es schöne Fotos von ihr mit einem geflüchteten jungen Mann gibt etc. Es braucht mehr Standing, es braucht mehr klare Positionierung, um hier tatsächlich als Politikerin auch eine Veränderung neben der puren Tatsache, dass es gut ist, dass viel mehr Frauen sichtbar sind. Also die Präsidentin von Neuseeland macht das, glaube ich, ganz gut. Also die haben wir ja mittlerweile, wird die mehr und mehr zu einem super Vorbild für alle möglichen emanzipatorischen Themen. Und die hat ganz klare Gesetzgebungen gemacht. Die macht auch klare gesellschaftliche Sensibilisierung gegen Gewalt, gegen Frauen. Und das wird seine Auswirkungen haben, wenn man so Klartext sich so gut positioniert. Gut ist auch, dass gerade durch Frauenrechtsaktivistinnen weltweit Gesetze und Konventionen und erlassen wurden, die eine Veränderung auch mit sich bringen. Aber das ist so ein langsamer Prozess, dass ich überblicke jetzt 30 Jahre feministische Arbeit hinter mir und ich kann Stellschrauben sehen, wo wir mitgedreht haben. Aber es ist alles ein mühsamer, sehr, sehr langer Prozess, der auf jeder Ebene seine Zeit braucht, um was zu verändern. Und es gab ja nicht eine koordinierte Aktion in den 30 Jahren, sondern wir waren oft Einzelkämpferinnen. Das ist heute sicherlich anders. Aber wir sitzen jetzt hier im Jahre 2021. Wir sind nicht vorher zusammen hier gesessen. Das heißt, das zeigt auf, wie lange die Dinge brauchen. Und ich bin schon auch über Südtirol immer wieder frustriert, wenn ich daran denke, was ich bei meinem Tirocinio, bei meinem Praktikum als junge Ärztin vor Jahrzehnten im Regionalkrankenhaus erlebt habe und von heute Kolleginnen mitkriege, dass die Dinge sich wirklich zum Teil noch nicht verändert haben. Und also es ist frustrierend, wie langsam alles geht, und wir brauchen viel mehr gesellschaftliche Sensibilisierung. Wir brauchen natürlich auch eine Politik, die vorangeht und Klartext spricht, aber es liegt eben auch an uns. Aber halb voll ist das Glas, Angelika. An dieser Stelle nochmal einen Versuch machen, überzuleiten auf dieses Knöcherne der Gewalt, die von den Männern ausgeht, an die Frauen. Und nochmal zurückkommen auf diesen Kontext hier in Südtirol. Es ist, du hast es auch gesagt, eine ausgesprochene Schweigekultur, in denen sehr, sehr viele Phrasen und Floskeln noch immer sehr am Leben sind, in denen dann die Gewalt herabgestuft wird oder nivelliert wird oder verkleinlicht oder verniedlicht wird. Und in denen
ja, dieses Männlichkeitsbild sehr stark, glaube ich, ausgeprägt ist. Also mit allen Widersprüchen, die einhergehen, die ein Stück weit Ursache der extremen Gewalt gegen oder an Frauen ist. Und würde gerne zu diesem Thema noch weiter. Also eine Frage vielleicht vorab, bevor wir vielleicht übergehen zu Armin Bernhard, weil sich das ganz gut anschließt. Mich frappiert in Südtirol auch immer wieder die Entsolidarisierung oder die mangelnde Solidarisierung von Frauen untereinander oder die internalisierte Patriarchat von Seiten der Frauen, was ja noch schmerzhafter ist zu erfahren. Also ich finde das immer sehr, also ich finde das sehr ausgeprägt und ich finde es auch sehr, sehr krass. Und natürlich ist es richtig, Frauen vermehrt euch in den Institutionen, in der Politik, in den Infrastrukturen, das ist sicher ein Grund, aber woran liegt das, dass ich das hier so stark wahrnehme? Also diese mangelnde Solidarität auch von Frauen in den Institutionen, also die auf stillschweigende Weise nochmal dazu beiträgt, dass dieses Patriarchat und dass diese patriarchalen Formen und letztendlich Formen der Gewalt sich weiter fortpflanzen in den nächsten Generationen. Ich nehme mal an, dass du da jetzt gern nochmal eine Antwort von mir hättest. Ja, ich gebe dir recht, das ist für mich auch immer wieder das Schmerzhafteste, das zu sehen, aber was wir auch sehen ist, je patriarchaler eine Gesellschaft ist, desto mehr müssen sich Frauen entsolidarisieren. Das heißt, Südtirol ist eine sehr patriarchale Gesellschaft, kann man schlussfolgern. Nicht in den Institutionen, genau. Ich kann mich erinnern, als es vor, weiß nicht, 5, 6 Jahren Gemeindewahlen gab, habe ich im Oberfinchgau mitgekriegt, als eine Bürgermeisterin sich aufstellen ließ, wie gehässig und auf wirklich traumatisierend, kann man sagen, auf traumatisierender Ebene diese Frau angegangen worden ist, die sich dann auch extrem zurückgezogen hat. Und das kam von Frauen. Und was mich aber sehr ärgert, ist, wenn dann es heißt Zickenkrieg und so weiter, das wird sofort auch instrumentalisiert gegen Frauen. Und ist ja so praktisch, dass jetzt die Frauen untereinander streiten. Also A, warum sollen Frauen nicht streiten untereinander? Das wäre per se okay, wenn es um Inhalte ginge, die faktenbasiert sind. Aber also es gibt ja auch, also diese Entsolidarisierung zeigt auch diese internalisierten Strukturen, wie du sagst, dass sich Frauen am Mann messen. Sie messen sich nicht an sich und ihren eigenen Kompetenzen, sondern sie wollen profitieren von einer Machtstellung ihres Mannes, eines Mannes, und sie wollen dazugehören zu dieser patriarchalen Gesellschaft. Es ist ihnen so viel nicht erlaubt. Also wollen sie wenigstens dazugehören und wollen sie wenigstens davon profitieren, dass er Kohle hat, dass er einen guten Job hat, dass er ein Ansehen hat, ich weiß nicht was. Das kann uns entsetzen, aber es ist so. Und ich möchte kausal erklären, dass wir das betrachten müssen, um mehr zu verstehen, dass das eben auch was damit zu tun hat, dass viele Frauen viele Möglichkeiten weggenommen wurde. Heute wollen wir natürlich, dass Mädchen und Frauen für ihre eigenen Möglichkeiten kämpfen. Das ist aber gut dahergesagt, in bestimmten Kontexten ist das immer noch sehr, sehr schwierig. Aber es ist Faktum, dass sich Frauen an solchen Männern messen und anstatt zu sagen, ich bin solidarisch mit anderen Frauen, blasen sie ins gleiche Horn und entwürdigen und werten andere Frauen ab. In solchen Gesellschaften, wo wir arbeiten, wie Kosovo zum Beispiel, war es sehr schwer, dass unsere Kolleginnen zum Beispiel mit zwangsprostituierten Frauen arbeiten. Also zwangsprostituierte Frauen, Ukraine, Weißrussland und so weiter, die im Kosovo zum Kriegskontext über mafiöse Strukturen dorthin gebracht wurden, also richtiges Trafficking, Frauenhandel. Und unsere Kolleginnen hatten sehr große Schwierigkeiten, Ärztinnen, Krankenschwestern, Psychologinnen, mit diesen Frauen zu arbeiten, weil die dermaßen stigmatisiert waren in ihrer Gesellschaft. Und deutlich zu machen, dass nicht die Frauen dreckig sind, sondern die Frequenteure, die Männer
internationale Hilfsarbeiter, internationales Militär, kosovarische Männerklicken und so weiter. Alle, die Frequenteure waren und in diese Zwangsbordelle gegangen sind, dass, wenn man schon so reden will, die dreckig sind und sicherlich nicht die zwangsprostituierte Frau, die sozusagen versklavt war. Und überhaupt die ganze Thematik Prostituierte ist ja auch so wunderbar, dass man sich abgrenzen kann. Gleichzeitig sind ständig die einheimischen Männer da, also sehr merkwürdig, müssen ja dann die eigenen Männer sein. Also das ist ein weites Feld, über das man sprechen kann, aber sich zu entsolidarisieren heißt, ich bin ja nicht so. Ich gehöre ja zu der guten Seite. Und ich kann auch nicht vergewaltigt werden, weil ich würde mich ja nie so und so verhalten, wie die, die da vergewaltigt wurde, sich ja anscheinend verhalten hat. Das heißt, das ist dieser Mythos zu glauben, dass es davon abhängt, wie ich mich als Frau verhalte, um vergewaltigt zu werden. Das ist ja dieser Mythos, von dem ich vorher sprach. Ich muss mir also ein Weltbild basteln, wo alles positiv ist, ein Weltbild, wo alles stimmt. Dann passt es, dass ich mich entsprechend verhalte. Wenn ich mich entsprechend verhalte, kann ich nicht vergewaltigt werden. Und das wissen aber fast alle Frauen, dass das ja Quatsch ist. Sie haben mitgekriegt von der familiären Situation, über die Kirche, über sonstige Institutionen, dass es immer wieder ausbeutende Strukturen gibt und niemand davor sozusagen geschützt sein kann und es unabhängig ist vom eigenen Verhalten. Und insofern ist es eine Schutzmaßnahme auch zu behaupten, der passiert es, mir würde das nie passieren, die auch eine, also diese Entsolidarisierung ist der Versuch, dass dieses eigene heile Weltbild aufrechtzuerhalten. Und ich bin ja geschützt, auch wenn es nicht der Realität entspricht. Ja, es ist ein der zeitliche Rahmen reicht natürlich gar nicht, um das wirklich noch weiter zu vertiefen. Daher würde ich jetzt erstmal vorschlagen, wir machen weiter mit dem Vortrag von Armin Bernhard. Ich freue mich sehr, dass er hier mit uns dabei ist. Von dir, Monika, kam ja auch mal dieser wichtige Satz, es ist genauso nötig, die Solidarität der Männer zu haben, um das Ganze zu einer Veränderung zu bringen. Wir hatten auch in der Cyber School mal da, neuer Feminismus ist weiblich und er ist männlich. Allerdings haben wir uns dann gewundert, wie wenig Männer an unserer Cyber School teilgenommen haben. Ja, es gehört dazu, ich stelle auch in Kunstprojekten fest, wie schwer sich männliche Künstler tun, sich feministische Themen sich anzueignen. Aber jetzt erstmal zu diesen inneren Strukturen, die inneren Strukturen von Jungs und Männern, die mit dazu beitragen, dass es so viel Gewalt gibt, die an Frauen verübt wird. Und damit gebe ich jetzt weiter an Daniele Lupo, der Armin Bernhard nochmal etwas ausführlicher vorstellen wird und die Diskussion mit ihm führen wird. Ja, hallo auch von meiner Seite und herzlich willkommen. Genau, wie schon die Maxi erwähnt hat, ist bei uns ein ganz wichtiges Anliegen, dass die Perspektive des Mannes auch wirklich stark in diesem Projekt vertreten ist, weil schlussendlich sind wir ja auch die Täter. Wir haben heute zu dieser Diskussion Armin Bernhard eingeladen. Vielen Dank, dass du deine Zeit genommen hast. Armin Bernhard ist Bildungswissenschaftler und Gastprofessor an unterschiedlichen Universitäten. Er ist Autor und Autor der letzten Männerstudie in Südtirol. Die ist schon vor 3 Jahren, aber es ist tatsächlich die letzte Männerstudie, die in Südtirol gemacht wurde. Er ist auch der Leiter des Südtiroler Netzwerks Gewalt und Gewaltprävention und Mitgründer der Bürgergenossenschaft im Oberfinchgau. Also erstmal herzlich willkommen auch an dich, Armin. Wir stehen heute hier nach diesen ganzen Nummern, die wirklich grausam und auch so ein bisschen einschüchternd sind,
Versuchen wir mit dir so ein bisschen zu verstehen, wer ist der Mann, was passiert in den Köpfen der Männer, warum diese Eskalation der Gewalt, was verliert gerade der Mann, was passiert, was ist in den Köpfen der Männer gerade los? Danke, Daniele. Schönen guten Nachmittag, Runde. Ich würde jetzt dort beginnen, wo auch Monika Hauser begonnen hat. Und dann würde ich versuchen, in so 20 Minuten durchzuhüpfen mit ein paar Sprüngen. Ich werde ein paar Dinge ein bisschen zuspitzen vielleicht, damit es gut greifbar wird. Und ich werde mich bewegen. Ich starte von den einzelnen Männern, von der Sozialisationserfahrung der einzelnen Männer und hüpfe dann auf die gesellschaftliche Rahmung. Und dann würde ich noch einen kleinen Blick in Zukunftsperspektiven werfen. Welche möglichen Zukünfte könnten sich anbahnen? Monika Haus hat begonnen mit diesem Bild von den zwei, der rosarote Bereich und der hellblaue Bereich der gesellschaftlich zugeordneten Weiblichkeit und Männlichkeit. Der Irving Goffman, der Soziologe, hat das bezeichnet als die zwei Töpfe. Wir teilen die Welt in zwei Töpfen auf, einen männlichen Topf und einen weiblichen Topf, geben da alles hinein. Und demzufolge teilen wir dann die Welt zu. Wir sagen, das ist dann ein Bereich von Männern, ein Bereich von Frauen und die Welt sagt uns dann zurück, diese in einem Reflexionsprozess, okay, ja, das ist so. Es gibt diese zweigeteilte Welt in Männerwelt und Frauenwelt. Aber schlussendlich haben wir das zuerst hineininterpretiert, bevor es die Welt uns zurücksagt. Aber nichtsdestotrotz, wir wissen, wenn ein Kind geboren wird, die wichtigste, die allererste Frage ist es ein Mädchen oder ist es ein Junge? Es ist nicht die Frage wichtig, ob alles gut gegangen ist, ob alles gut gelaufen ist, ob alle wohlauf sind. Ein wichtiger ist es ein Mädchen oder ein Junge? Und deshalb haben alle auch das Bedürfnis, es kennzeichnen mit ihren Luftballonen am Fenster oder am Türrahmen festzumachen, ob es rosa-rot oder hellblaue Luftballone sind. Das heißt, die Kinder, schon bevor sie geboren werden, ist es uns wichtig, dass sie einem Geschlecht zugeteilt werden und die Kinder kommen in eine zweigeschlechtliche Welt auf die Welt und lernen von Beginn an, dass die Welt aufgeteilt ist, dass sie hierarchisiert ist und dass es klare Zuordnungen gibt. Wir merken diese Zuordnung auch, wenn wir als Personen anderen Menschen begegnen, dann geben wir den Personen zuerst mal ein Geschlecht. Und auch die Schwierigkeit von uns, damit umzugehen, wenn wir einer Person nicht klar ein Geschlecht zuteilen können, dann kommen wir nicht weg von dem Gedanken, wo könnten wir es festmachen. Das heißt, diese Zweigeschlechtlichkeit ist ein prägendes Element von klein auf bei Kindern. Und demzufolge sind sie natürlich vor die Herausforderung gestellt, okay, was heißt das jetzt für mich in einer Welt, in der es Männer und Frauen gibt? Bis zum Kindergartenalter glauben Kinder vielfach noch, sie können da ein bisschen aussuchen, sie können da schon lernen, sie müssen da sich noch nicht entscheiden. Im Kindergartenalter kommt dann die Zeit, wo sie merken, okay, das geht nicht. Sie müssen sich entscheiden in Männer und Frauen und dann kommt diese starke äußerliche Zuordnung, dann kommt bei den Mädchen die Lieblingsfarbe rosa oder Männer, die sich in einem gewissen Verhalten zeigen müssen, um klar kenntlich zu machen für die anderen, okay, ich bin ein Junge oder ich bin ein Mädchen. Diese Unsicherheit, die wir bei den anderen wissen, dass sie auslöst, das versuchen wir durch Eindeutigkeit bei uns herzustellen. Indem wir uns eindeutig markieren, dann wissen wir, bringen wir die Unsicherheit aus der Welt. Jetzt sind Jungs vor die Aufgabe gestellt, okay, was heißt es jetzt in der heutigen Gesellschaft Mann sein? Und wo bekomme ich Bilder her und Beispiele her von männlich sein? Und dann sind wir heutzutage in einer Gesellschaft, wo in den ersten Jahren sehr wenig Männer präsent sind. Physisch präsent sind, zeitlich präsent sind, quantitativ auch präsent sind. Mit allen Stärken und Schwächen in allen verschiedenen Tagesrhythmen, mit guter Laune, schlechter Laune und so weiter. Das heißt,
in Ermangelung von männlichen, einer Vielfalt an männlichen Figuren, ist die erste Orientierung, okay, eine Gesellschaft, Männer, Frauen, Mann ist nicht Frau als gegenseitige Pole, dann Frauen sind viel erlebbarer, sind viel mehr greifbarer, dann heißt Mann sein, heißt nicht Frau sein. Das heißt, das Mannsein wird definiert in Abgrenzung zu Frau sein, in einer Gesellschaft, wo der Rahmen der Möglichkeiten der Frauen sich erweitert, die Bandbreite sich glücklicherweise erweitert, grenzt sich dann das Feld der Männlichkeit ein Stück weit ein. Und das wird bestärkt durch die mediale Inszenierung von Männlichkeit, die ja sehr rollentypisch ist. Das heißt, wenn Männer dann medial sich durch die Welt chatten, dann erleben sie klassische, traditionelle Männerbilder, die die Welt retten. Sie kennen wahrscheinlich alle das Bild, ich muss nur noch mal kurz die Welt retten. Ein klassisches Bild, wo ein Mann sagt, okay, ich kann nicht nach Hause kommen, isst du nur mal, ich muss nur noch schnell die Welt retten, so und so viele E-Mails checken und so weiter. Das heißt, diese klassischen Bilder werden ständig reproduziert und die Jungs werden konfrontiert mit der Erwartung an sich selbst, dass sie die Welt retten sollen, dass sie eigentlich die Starken sind, und leiden demzufolge grundsätzlich auch an einer Selbstüberschätzung. Jetzt gibt es bei den Jungs im Laufe der Jahre vier verschiedene Bewältigungsfallen, in die sie reintappen. Einerseits haben wir eine Gesellschaft, wo wir sagen, wir stecken die Gleichaltrigen in die gleiche Klasse, nur weil sie der gleiche Jahrgang sind. Das bringt, wir wissen, dass die Jungs tendenziell in den schulischen Ansprüchen tendenziell den Mädchen hinten nach sind. Dann kommen sie in die Schule mit der Erwartung, sie sind die Besten, sie werden die Welt retten, und machen dann die Erfahrung, dass sie eigentlich großteils den Mädchen in den schulischen Fächern unterlegen sind. Dies kompensieren sie, indem sie dann das Weibliche und Frauen abwerten. Sexistische Sprüche und so weiter. Das wiederholt sich dann später. Gleichaltrige Jungs machen die Erfahrung, dass die gleichaltrigen Mädchen ältere Jungs begehren tendenziell und dass sie für die gleichaltrigen Mädchen eigentlich relativ uninteressant sind. Sie reagieren dann auf dieselbe Art und Weise in diesen Wiederholung dieser Abwertungsmechanismen gegenüber den Frauen. Jungs konstituieren die eigene Männlichkeit vorrangig in der Männergruppe. Das heißt, innerhalb der Männergruppe beweisen sie sich, Männer zu sein. Das kommt dann wieder zu dieser Dynamik, dass wir kennen die Aussprüche, nein, alleine ist es so ein netter Junge, aber wenn er in der Gruppe unterwegs ist, dann ist das einfach unmöglich. In der Männergruppe beweisen sich Jungs, dass sie männlich sind und versuchen, sich abzugrenzen vom Weiblichen. Das Weibliche ist das Abgewertete, und so gibt es in den meisten Klassen gibt es einen Jungen, der die Grenze zum Weiblichen markiert. Das ist dieser abgewertete Junge, das ist dann der Homosexuelle, der schwule Junge und so weiter. Das heißt, und dann muss ich als Junge nur schauen, etwas männlicher zu sein als dieser eine Junge. Und wenn ich männlicher sein als dieser bin, dann bin ich auf der richtigen Seite. Also diese Dynamiken wiederholen sich immer wieder in einer Zeit der prekären des prekären Berufsübergangs, wiederholt sich das dann auch wieder. Beruf ist für Männer immer noch das zentrale Bild von Männlichkeit. Die Männer können sich vorrangig nur eine Vollzeit-Berufstätigkeit vorstellen. Alles andere ist nicht vereinbar mit ihrem Bild von Männlichkeit. Und in dem Maße, wie der Übergang prekärer wird, wird dieses Bild dann auch prekärer. Und diese klaren Rollenbilder werden im Alltag von vielen in kleinen Dingen bestätigt. Das heißt, wenn Eltern, Mädchen können mittlerweile jede Lieblingsfarbe haben. Bei Jungs rosa geht nicht. Die
In den seltensten Fällen können Eltern es aushalten, wenn ein Junge die Lieblingsfarbe rosa wählt. Oder ein anderes Beispiel. Wenn ein Junge in der Schule weniger gute Noten schreibt, dann ist er einfach faul. Hingegen ein Mädchen, das gute Noten schreibt, ist fleißig. Dieses Bild, Jungen faul, Mädchen fleißig, heißt eigentlich in der Bedeutung, Jungs sind grundsätzlich gut, außer sie sind faul, dann schreiben sie mal schlechte Noten. Und Mädchen sind grundsätzlich nicht so gut, außer sie sind fleißig, dann schreiben sie gute Noten. Also das sind Bilder, die immer wieder rekonstruiert werden. Oder ein anderes Bild, ein Elternteil bringt ein Kind in den Kindergarten zu Beginn des Kindergartens und sagt dann zur pädagogischen Fachkraft, ja, das ist aber schon ein richtiger Rattler, da muss man schon Grenzen setzen. Und das sagen sie in seiner, das ist eine doppelbödige Botschaft. Eine Botschaft, die immer auch mitschwingen lässt, im Grunde bin ich schon froh, dass es ein richtiger Junge ist, dass er auch mal auf den Putz hauen kann. Das schwingt unter der Hand mit und das wird, das kommt bei den Jugendlichen an. Das wird ständig dann auch in der Schule, in verschiedenen Settings wird das immer wieder reproduziert, der starke Junge, wer hilft mir mal, wenn ein paar Jungs Radau machen, dann wird gleich die Genusgruppe, die Jungs könnt ihr mal still sein, weil es einfacher ist, die Jungs als Genusgruppe anzusprechen, aber natürlich ist die implizite Botschaft, Jungs sind grundsätzlich laut und Jungs sind grundsätzlich wild und so weiter. Sie bekommen dadurch die ständige Wiederholung dieses. Und für Jungs ist es eine Gratwanderung. Sie bekommen Bestätigung dieser Wille, dieser Kasperl zu sein im Klassensetting. Und zugleich ist es eine Gratwanderung, wo sie nie genau wissen, wann kippt das nicht. Wir merken auch, dass wenn wir schauen, welche Bildungsprogramme aufgelegt werden, Familienbildungsprogramme, Mädchen, Jungs, dann geht das alles in die Richtung, dass die Mädchen auch viel mehr in diese Welt hineingezogen werden. Heutige Programme heißen starke Mädchen, starke sein, um diesen Widrigkeiten, die die Gesellschaft den Familien, den Kindern aufbürdet, damit sie das bewältigen können. Die Bewältigungsmechanismen werden von der Gesellschaft auf die Einzelnen, auf die Individuen übertragen. Und der Einzelne soll das dann bewältigen, was die Gesellschaft ihnen auflastet. Und Gewalt ist für Männer immer noch ein Bewältigungsmechanismus. Während die Gesellschaft vielfach nach außen hin so gleichberechtigt agiert, in dem Moment, wo prekäre Situationen aufbrechen, agiert der Mann oftmals somatisch. Regiert er körperlich. Und Gewalt ist eine Möglichkeit für Männer, nochmal körperlich zu agieren und seiner Ohnmacht Herr zu werden und sich als machtvoll zu erleben. Männer haben die räumlichen Räume für Männer gehen in der Gesellschaft immer mehr verloren. Die klassischen Zuordnungen, Beruf, Familie, Haus, Kinder, alles wird prekärer und die Bewältigungsmechanismen von Männern tendieren dazu, wenn nicht Gewalt, dann sind das Extremismus, dann sind das Sport, dann ist das mit einem Stein im Rucksack auf den Berg rauflaufen, dann sind das irgendwelche Marathons, Ultras und so weiter, ins Risiko gehen. Also das sind männliche Bewältigungsmechanismen. Und wir erleben eine Gesellschaft, die zwiegespalten ist. Einerseits ist der Geschlechterdiskurs freigesetzt und er wird verdeckt in der Gesellschaft. Einerseits löst er sich auf und andererseits verharrt er und verfestigt sich. Er löst sich auf, indem die oberen Schichten der Gesellschaft oder Beziehungen, wo noch keine Kinder sind, die leben vielfach, die richten es sich gleichberechtigt ein. In dem Moment, wo ein Kind geboren wird, ist das durchgängig das traditionelle Rollenbild, das sich durchsetzt. Und wenn man dann die Partner befragt, sei es den Mann, sei es die Frau befragt, wieso sich das so herausgebildet hat, diese traditionelle Rollenteilung,
dann sind vielfach beide der Überzeugung, ja, das haben wir uns selbst so gerichtet, ja, es passt für uns gut so, ja, jeder macht das, was er gut kann, jeder macht das, was er macht. Es müsste demzufolge überhaupt nicht überall gleich aussehen. Aber diese traditionelle Rolle bleibt dann doch wieder im Geschlechterdiskurs bestehen. Im gesellschaftlichen Diskurs wird Geschlecht immer mehr auch zur Ware. Das heißt, Geschlecht kann ich mir vermehrt auch käuflich erwerben. Geschlecht wird marktförmig gestaltet. Jedes Produkt wird vergeschlechtlicht und kann ich mir in meiner geschlechtlichen Variante kaufen. Dadurch kann ich mir Geschlecht aneignen im öffentlichen Diskurs. Im privaten soll ich es mir dann selbst aushandeln. Soll ich mir die Rollen selbst aushandeln, die Rollenteilung innerhalb der Familie. Das heißt, der Prozess der Geschlechterdiskurs wird ins Private hinein verlagert. Und dort erleben wir zum Teil eine Retraditionalisierung, die auch bestärkt wird durch die prekär werdende Berufsrolle der Männer. Wir erleben praktisch ein Männerbild, das sich irgendwie, so Lothar Bönisch sagt das so, modularisiert zusammenbastelt. Es integriert die Widersprüche. Es gibt eine klassische Autowerbung, wo ein junges Paar und ein älteres Paar sitzt sich gegenüber und die Frau erzählt dem älteren Paar, den Schwiegereltern und den eigenen Eltern, die Vorteile des Autos, ein Familienvan hat mit viel Platz und für die Kinder und so weiter. Und die Männer sitzen ruhig daneben und sagen nichts. Und der junge Mann hebt nur die Faust, öffnet die Faust und dort steht nur eine PS-Anzahl. Und der Schwiegervater gegenüber nickt nur lächelnd und sie haben sich verstanden. Das heißt, im Auto verbinden sich männliches und weibliches Sorgeprinzip auch mit männlichen Prinzipien. Der Markt versucht, beides zu befriedigen und beides zufriedenzustellen. Das Männlichkeit, das patriarchale Prinzip, hat sich schlussendlich von den Männern als Trägern dieses Prinzips losgelöst. Es ist ein Strukturprinzip der Gesellschaft geworden. Monika Haus hat es eh schon immer wieder gebracht, dieses patriarchale Prinzip. Aber dieses patriarchale Prinzip, heutzutage sind nicht nur Männer Träger dieses patriarchalen Prinzips, sondern genauso können Frauen Träger dieses patriarchalen Prinzips sein. Dieses Strukturprinzip unserer heutigen Gesellschaft, das geprägt ist von Abspaltung, von Rationalisierung, von Ausbeutungsprozessen, Externalisierungsprozessen und so weiter. Und die Männer müssen auf der einen Seite sind sie dominant und auf der anderen Seite müssen sie verfügbar sein. Dieses Verfügbarsein verweist auch darauf, dass es eine große Bedürftigkeit gibt, eine verdeckte Bedürftigkeit, die bewältigt werden muss von Seiten der Männer und auf die man eigentlich eingehen könnte. Heutige noch bestehende Männerräume in unserer Gesellschaft sind zum Beispiel Schützen oder Feuerwehr. Das sind auch so klassische Männerräume, wo klassische Männlichkeit noch praktiziert werden kann. Wir haben in einer Studie Feuerwehr befragt, wieso sie eigentlich, was sie dazu sagen, ob Frauen Mitgliederinnen ihrer Feuerwehr werden können und sollen. Und die Angst war nicht, dass die Arbeit nicht leistbar ist, die Angst war nur, dass dieser männliche Raum verloren geht. Dann können wir nicht so reden, wie wir reden, dann können wir nicht das tun, was wir machen, dann können wir nicht so zusammensitzen, wie wir zusammensitzen. Dieser männliche Raum geht verloren. Wir haben jetzt in dieser Pandemiesituation erlebt, dass diese Monika Haus hat es auch gesagt, im Grunde verstärkt sie alle Unzulänglichkeiten unserer Gesellschaft. Und die Vorgangsweise, wie versucht wird, diese Pandemie zu bewältigen, ist klassisch patriarchal, klassisch männlich. Wir versuchen, Ulrich Brandt hat es bezeichnet mit den drei Begriffen, neoliberal, autoritär und technologisch. Auf diese Art und Weise versuchen wir, die aktuelle Pandemie der Herr zu werden.
indem wir wieder ausdrücken wollen, wir können die Natur beherrschen, dann schaffen wir das schon. Zugleich steigen die Ausbeutungsprozesse, steigt die Umverteilung von unten nach oben, steigt die Prekarität von Männern und damit der Druck und damit die möglichen Möglichkeiten und das Rückdrängen von der Männer in die Privatsphäre erzeugt Spannungen, mit denen Familien vielfach überfordert sind. Die privaten Räume sind vielfach Räume, wo es sich auch Rollenbilder eingerichtet haben. Und ein Mann ist da zu Hause im Weg. Der stört vielfach. Und der weiß auch selbst nicht, was soll er da machen, den ganzen Tag zu Hause. Und das erzeugt Spannungen, die sich dann entladen. Dieser fehlende gesellschaftliche Diskurs, dieses Aufspalten der Gesellschaft, bringt Männer auch in dieser Situation vermehrt unter Druck. Und wenn ich jetzt versuche, ein bisschen in die Zukunft zu blicken, ein paar herauszuarbeiten, in welche Richtung es sich entwickeln könnte, dann sehe ich mal, einerseits gibt es diese Schiene der sozial entbetteten Männer, dieser global ökonomisch agierenden Männer. Dieser Part der Männer, die eigentlich diesem Wachstumsdiskurs ständig weiter frönen. Das ist eine Schiene der Männer. Eine zweite Schiene sind diese sozial gebundenen Männer, die noch die Güter produzieren für den täglichen Verbrauch. Und auf der anderen Seite die dritte Gruppe der Männer, die immer größer wird, sind diese marginalisierte Sphäre der Nichtproduktion, der abgehängten Männer. Diese Gruppe wird in den nächsten Jahren sicher zunehmen. Diese unteren beiden Gruppen, die obere Gruppe wird sich gendergerecht organisieren. Die unteren Gruppen sind vermehrt diesen Bewältigungsanforderungen ausgesetzt. Ein diskutiertes Grundeinkommen zum Beispiel könnte eine Entlastung und könnte vielleicht gewisse Spielräume für diese Männer freigeben. Auf der anderen Seite, wo ich Potenzial sehe, sind einerseits erleben wir, dass das kapitalistische Prinzip im Grunde jegliches Soziale in sich aufsaugt. Und wir erleben diese aktuelle Situation ja auch als einen Effekt eines Gesundheitssystems, das nur auf effizient getrimmt ist. Und dieses Aufsaugen des Sozialen, dem könnte gegenübergestellt werden, was wir heutzutage erleben in der jungen Generation, in diesen sozialen Bewegungen, die sich vielleicht anders organisieren. Dort spielt die Geschlechterfrage keine so dominante Rolle. Und was ich in diesen sozialen Bewegungen so erlebe, es ist einerseits diese Kultur der Anerkennung und dieser Hilflosigkeit, die zugelassen wird. Es wird zugelassen, ein produktives Zulassen von Angst und von Sorge. Sorge um die eigene Existenz, Sorge um die Natur. Und dieses Zulassen von Angst und Sorge verhindert diese Abspaltungszwänge und ermöglicht schlussendlich auch ein gewisses Innehalten. Und der zweite Punkt, dass dies auch politisiert wird und dass dies auch thematisiert wird. Dass Angst und Sorge angesprochen wird in der Gesellschaft. Und als dritten Punkt, den ich dabei erlebe, dass neue Lebensthemen aufgebrochen werden. Transversale Lebensthemen von Frauen und Männern, die bisher verdeckt wurden und die jetzt vermehrt Thema wurden. Zum Beispiel, ich kann Armut in Europa nicht vergleichen mit Armut woanders auf der Welt. Aber ich kann die Erfahrung der Armut wohl vergleichen, die persönliche Erfahrung der Menschen. Und das Thematisieren der persönlichen Erfahrungen, der existenziellen Erfahrungen der Menschen, das erlebe ich eine positive Chance, die sich in diesen neuen Bewegungen bietet. Der Adorno hat gesprochen von dieser Paarung von Angst und Mündigkeit. Wenn ich Angst und Mündigkeit paart, dann kann ich die Angst bewältigen. Um aber angstfreier, ein bisschen angstfreier agieren zu können,
brauche ich auch eine gewisse Hintergrundsicherheit in meinem alltäglichen Leben, damit ich mit dieser Angst umgehen kann. Und dieser Hintergrundsicherung, da stellt sich entgegen, dass eigentlich das derzeitige neoliberale Prinzip diese Hintergrundsicherung sukzessive abbaut. Wir erleben auch, dass diese Angst denunziert wird als eine Unfähigkeit zum Mitmachen. Dass es ins Individuelle abdriftet, abgeschoben wird, der Einzelne soll versuchen mitzuhalten. Die Mündigkeit wird umgedeutet schlussendlich zu einem Zwang zur Selbstorganisation. Und wenn du es nicht schaffst, du bist schuld, du jedes seines Glückes Schmied, das heißt, dass ich mich anpassen muss an den ökonomischen Druck, dass ich selbst zu meinem eigenen Arbeitskraftunternehmer werde, dass ich mich selbst schlussendlich verwerten muss. Und damit kommen wir wieder in dieses Prinzip der männlichen Verfügbarkeit. Und diese männliche Verfügbarkeit, die dann wieder Angst und Sorge nicht thematisieren lässt. Das wird dann kapitalistisch aufgesogen, indem ich Angst und Sorge entweder durch Konsum verdrängen kann oder durch Versicherungen abdecken kann. Angst und Sorge bleibt damit wieder unmännlich und damit nicht thematisierbar, nicht bearbeitbar und taucht wieder nicht auf. Oder um ein anderes Beispiel zu nehmen, die Tafeln, die ja Lebensmittel für Bedürftige liefern, eigentlich in der Geschichte der Tafeln tauchen immer nur die Ehrenamtlichen auf und die Spender der Tafeln. Aber die Bedürftigen eigentlich tauchen nicht auf und es bleibt immer diese, und der Grund ist immer diese Scham, die kolportiert wird. Und diese Scham heißt ja nichts anderes als die Botschaft, diese Scham, es nicht geschafft zu haben. Es selbst verantwortlich sein, dass man nicht in der Mitte der Gesellschaft ist. Und genau darum geht es meines Erachtens, diese Dinge zukünftig vermehrt aufzubrechen und auch den Männern viel mehr zu ermöglichen, diese Ängste und diese Sorgen thematisieren zu können und von dieser Verfügbarkeit ein Stück weit sich loslösen zu können. Okay, und damit würde ich es wohl erstmal belassen, so einen Bogen. Ich hoffe, das war nicht zu stark gehüpft und zu stark. Und ich hoffe, es war nachvollziehbar, verständlich ein bisschen, worum es, welches Bild ich zeichnen wollte. Vielen, vielen Dank. Ich fand das eigentlich sehr interessant, mal wirklich so gründlich so einige Ursprünge der Gewalt, auch wie sich Gewalt entwickelt in der Gesellschaft, nachzugehen. Ich fange einfach mal mit einer Frage an und dann bitte ich aber auch die anderen. Du hast ja vorher gesagt, die Jungen werden dazu überzeugt, dass sie die Welt retten sollen. Und wir stehen ja eigentlich komplett vor einer Krise, vor der Evidenz, dass das neoliberale, patriarchale Weltanschauungsmodell nicht funktioniert. Es gibt eine klimatische Krise, es gibt eine soziale Krise, es gibt eine Gesundheitskrise. Irgendwas stimmt da nicht und irgendwas ist ja faul. Und deswegen ist eigentlich auch die Frage, sollte man nicht den Jungen mal was raten, dass sie es vielleicht lassen sollen, die Welt zu retten, dass man vielleicht mal die Frauen dazu bitten sollten. Was ich noch mal weiter fragen wollte, ist eher die Regionalität. Du hast von Schützen und Feuerwehr gesprochen. Wo würdest du gerade ganz gezielt zu dieser Idee der Kampagne ansetzen? Also wo findest du, wen sollte man erreichen oder wie sollte man, gibt es eine Strategie, die dir so ein bisschen vorschwebt,
gerade um in diesen regionalen Kontext wirklich zu wirken, wo sollte man da ansetzen? Das Erste, wir erleben ja heutzutage wieder, dass die Männer die Welt glauben, die Welt retten zu können. Es sind ja die Männer, die in dieser Krisensituation auftauchen und sich vorne hinstellen und autoritäre Maßnahmen verkünden. Ob ich hier nach Deutschland schaue, nach Österreich schaue oder zu uns her schaue, das ist überall dasselbe im Grunde. Dieses Bild wird ständig reproduziert. Da braucht es wirklich andere Erzählungen. Wie wir Männer erreichen können, ich glaube, es ist schwierig, so pauschal das zu sagen. Männer, es ist sicher nicht möglich, Männer als Täter zu erreichen, in ihrer Täterrolle und so weiter. Ich würde versuchen, die Verletzlichkeit in den Mittelpunkt zu rücken. Ich bin jetzt keiner, der in Kampagnen denken kann. Das ist nicht meine. Ja, das war jetzt nur auch so, ich wollte jetzt auch nur so stichwörtlich so. Ich habe jetzt auch nur so stichwörtlich gefragt, ob dir was einfällt dazu. Aber ich fand aber, du hast es ja schon ziemlich erwähnt, es gibt Erfahrungen vergleichen, ist eine ganz starke, ist ein wichtiger Punkt, den man vielleicht durch eine Kampagne dann wirklich auch erreichen kann, dass man Erfahrungen irgendwie teilen kann und Emotionen teilen kann auf diesen Plakaten. Das wäre vielleicht auch eine Strategie sozusagen. Und die Angst und die und Sorge thematisieren, ist, glaube ich, auch die zweite, eine zweite Möglichkeit. Will jemand eine Frage stellen? Maxi? Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, also wenn ich mir dieses Bild anschaue mit der Feuerwehr und mit den Schützen, dann wird so getan, als würden... Also mich interessiert halt dieser große Widerspruch, aus dem dann die Gewalt hervorgeht. Es muss irgendwo klemmen. Also der Jungs oder Männer scheinen dann irgendwie in so einem, also wenn sie einen Raum unter sich haben, dann scheint es ein Raum zu sein, der vorgibt oder so tut, als wäre einer, der die Welt oder der die anderen oder bei dem sie wie in der Feuerwehr oder als Schützen etwas zu schützen hätten, also andere zu schützen hätten. Und da scheint mir schon irgendwie im Verborgenen so ein Grundwiderspruch zu sein, so ein ganz genuiner Widerspruch zu sein. Und dann weiter noch irgendwie bis hin zum Krieg, der ja letztendlich ein männliches Produkt ist, bei dem wiederum so getan wird, als müsste etwas zu schützen sein. Und dieser Grundwiderspruch würde mich interessieren, der dahin geht, wo letztendlich diese Deutungshoheit, diese männliche Deutungshoheit nie aus der Hand gelassen wird, bis dahin, wo eigentlich was getan wird, als ob es nur ein männliches Subjekt gäbe. Und man kann das tatsächlich auch nachvollziehen. Also auch in den, also ich habe alle antiken Tragödien mal so richtig danach untersucht, wer von den weiblichen Figuren, es gibt sie ja schon, aber wer von den weiblichen Figuren wirklich ein eigenes Subjekt vertritt und nicht doch wieder die Interessen des Mannes oder die des Bruders, der auch noch ein Schläger ist, irgendwie bei Antigone. Also die meisten vertreten dann doch wieder sozusagen die subjektive Perspektive eines männlichen Charakters, außer Klytämnestra, und die wird fast nie gespielt. Also es scheint mir irgendwo etwas zu sein, wo es eigentlich bei diesem angeblichen Schützen und Bewahren und Schützen vor anderen, also der Mann stellt sich hin, um etwas zu schützen,
gleichzeitig aber zerstört er darin alles und lässt aber gleichzeitig eine weibliche Subjektivität gar nicht zu. Und das scheint mir irgendwie so ein unglaublich wichtiger Punkt zu sein, dass dabei ja immer etwas anderes unterdrückt wird oder niedrig gehalten wird oder gar nicht erst zugelassen wird, nämlich weibliche Subjektivität. Das scheint mir irgendwie so ein wichtiger, also scheint, da kommen irgendwie so die Dinge zusammen. Und das ist also eine Frage, die ich gerne auch weiterrichten möchte, auch an alle. So die scheint mir halt irgendwie so ein Thema zu sein. Also weil es mich interessiert, wo ist dieser neuralgische Punkt, wo dann aus dem so viel Gewalt hervorgeht? Das ist so. Warum diese Zerstörungsgewalt? Ja, und da scheint mir die Verletzlichkeit, das wundert mich ein bisschen, weil ich mich frage, ja, verletzt werden permanent die anderen. Und also die Frauen. Also wir reden ja von Frauenmorden, von unendlich vielen, von permanenter häuslicher oder familiärer Gewalt. Wo ist da dieser neuralgische Punkt, der das ermöglicht, der diese Vernichtung der Frau, auch der Frau als Subjekt letztendlich oder sie gar nicht aufkommen lässt? Ein paar Punkte, die mir so einfallen. Erstens, Männer sehen vielfach keine Alternative zur Berufsorientierung für ihre Männerrolle. Das heißt, werden Frauen mehr Optionen sehen, sehen Männer darin keine Optionen. Es gibt nur es gibt nur diese Berufsorientierung. Der Großteil der Männer, fast durchgängig, können sich nur diese Vollzeitberufstätigkeit vorstellen. Zugleich wird Männlichkeit in unserer Gesellschaft immer fragiler. Sie muss immer wieder neu hergestellt werden. Sie ist brüchig geworden, diese Männlichkeit. Nicht für jene Männer, die an der Macht sind, die Machtpositionen einnehmen, die in einer patriarchalen Struktur in Machtpositionen funktionieren. Für die bleibt es relativ konstant. Und diese Fragilität bewirkt, dass Männer nach Orten suchen, die ihnen bestätigen, dass sie Mann sind. Solche geschlechtshomogene Orte sind Räume, die ihnen die Bestätigung geben, dass sie Männer sind. In einem Schützenverein, wo nur Männer sind, ist es klar, dass ich Mann bin, nur weil ich bei den Schützen dabei bin. Frauen in diesen Vereinen würden diese homogene Setting auflösen und dann müsste ich mir wieder selbstverständlich vergewissern, okay, was heißt das jetzt, Mann zu sein? Wir Frauen können oft auf die Mutterrolle ausweichen und können auch hinterher flüchten in die Mutterrolle. Das können Väter, Männer nicht. Es gibt keinen Ort, der geschützt ist, der ihnen zusteht und der ihnen das vergewissert, okay, dort sind sie Männer. Und noch ein anderer Punkt, Gewalt ist auch hat auch eine Funktion, die Teilhabe an der Macht zu symbolisieren. Das heißt, ich als Person fühle mich ohnmächtig einer Situation gegenüber, merke aber, in der Gesellschaft ist diese patriarchale Struktur dominant. Und indem ich mich gewaltvoll einbringe, versuche ich ein Stück weit zu partizipieren an dieser gesellschaftlichen Position der Macht. Und das tue ich, indem ich Gewalt ausübe, Gewalt als Mittel einsetze. Und zugleich ist der Gewalt für die Täter mit einem positiven Erleben verbunden. Das heißt, der Gewaltakt an sich ist auch ein Akt des Tätigseins, ist auch ein Akt der Befreiung aus einer Ohnmachtsposition heraus. Und dort spricht man, okay, da muss ich den Männern funktionale Äquivalente geben. Das heißt, Gewalt hat eine Funktion. Und wenn ich will, dass sie von diesem Handeln loslassen, muss ich ihnen ein alternatives Handeln mit demselben Nutzen geben. Dieses funktionale Äquivalent. Jetzt Monika, du wolltest die Hand da, bitte. Also ich wollte das auch nochmal aufgreifen, diesen letzten Punkt, diese gesellschaftliche Partizipation an Macht durch Gewalt nur erleben zu können, weil andere Räume mehr und mehr zu sind.
Deswegen sind Männer à la Trump und Company so gefährlich, weil sie suggerieren, das ist der richtige Weg. Und Männer machen es. Und Jungs können das, wenn ich das nachmache, partizipiere ich, so frustrierend das auch immer sein mag. Daher sind die so gefährlich, weswegen Politiker so eine hohe Verantwortung haben. Und ich fände es im Rahmen von Sensibilisierungsarbeit wichtig, der Politik, den Politikern, den männlichen Politikern, nochmal ihre wichtige Rolle zurückzugeben, ihnen diese Verantwortung nochmal im Lichte dieses Themas deutlich zu machen. Da ist ein Herr Kompatscher schon anders als sein schrecklicher Vorgänger, der auch suggeriert hat, dass man durch ein gewisses postfeudales Verhalten an der Macht teilhaben könnte, aber es ist ja ein Frustran für die jungen Männer. Zur Angst, ich finde, die Angst ist ein zielführendes Thema. Ich denke auch, dass wir noch nicht darüber gesprochen haben, wir können heute auch nicht über alles reden, aber viele Jungs erleben Demütigung als Jungs in ihrer kindlichen Entwicklung. Demütigung aus allen möglichen, auf allen möglichen Ebenen kann das sein. Und sie haben natürlich Angst, die Angst dürfen sie aber nicht zeigen. Und ich finde auch wichtig, die Väter immer wieder aufzuzeigen, die haben ihnen ja auch lange was vorgegaukelt, dass man so und so wäre man männlich. Das ist mir ein bisschen zu kurz gekommen vorher. Also die Väter in ihrer Verantwortung in der Erziehung für die Jungs. Und diese Angst, ich glaube auch, dass ein großer Teil der Gewaltausübung ist Angstbewältigung. Das hast du ja gesagt, Armin. Also das würde ich absolut bestätigen oder nochmal darauf hinweisen. Indem ich übergriffig bin auf andere, kann ich für diesen Moment meine Angst ausagieren und muss mich nicht spüren, muss meine Angst nicht spüren. Ich spüre meine Macht, aber ich muss meine Angst nicht spüren. Und das ist, glaube ich, noch, müssen wir noch viel mehr betonen, müssen wir noch viel mehr. Da kommt sicher gleich die Therapeutin, die das auch nochmal ausführen kann. Also ich finde, auf diese Angst zu gucken, ganz, ganz wesentlich. Darf ich noch zwei Bemerkungen machen? Was ich noch ergänzen würde, Armin, die Frauen machen ja nicht mehr mit. Ich habe, also das ist mir, also mir fehlte die Aktivität der Frauen in dem Bild. Also die Frauen machen ja nicht mehr mit. Entweder kriegen sie gar keine Kinder mehr, ich spreche jetzt mal von Deutschland, aber ich weiß, dass in Südtirol die jungen Frauen ja auch mehr und mehr in die Richtung gehen. Sie kriegen einfach keine Kinder mehr. Sie verwehren sich, weil sie wissen, was ihnen dann blüht, wenn sie Kinder kriegen. Sie sehen das bei ihren älteren Schwestern, sie sehen das in der Gesellschaft. Die Frauen machen einfach nicht mehr mit den bekannten Folgen, die das dann hat. Und die, die es mitmachen, also Quatsch, die Kinder haben, sehe ich bei vielen meiner jüngeren Kolleginnen, die haben gelitten und leiden nach wie vor unter dieser Pandemie. Die leiden aber zum Teil, leiden alle darunter, aber die Frauen leiden, weil, und da würde ich jetzt nochmal erweitern, du redest von den Männern, die verfügbar und männlich und sein sollen. Die Frauen sollen super aussehen oder folgen. Sie sollen eine tolle Mutter sein, sie sollen eine tolle Partnerin und Familienfrau sein und eine schöne Karriere machen. Das alles ist natürlich auch ein Wahnsinn und überhaupt nicht mehr möglich, weswegen sich ja auch immer mehr Frauen verweigern. Also mir fehlte das jetzt vorher noch ein Stück weit, dass die Frauen einfach zum Teil ja überhaupt nicht mehr mitmachen. Und dass es in der Pandemie ganz fürchterlich ist für viele Frauen, diese Mehrfachgeschichten. Dann deiner neoliberalen Analyse stimme ich total zu. Dieses männliche Prinzip der Ressourcenausbeutung, und zwar beuten sie alles aus, sie beuten ja auch Männer aus, dem stimme ich total zu. Und ich denke, für eine Kampagne, für jegliche Öffentlichkeitsarbeit, wir müssen andere Narrative anbieten, das hast du auch gesagt. Wofür lohnt es sich, die eigenen Privilegien, die man ja sowieso nicht mehr leben kann, offensichtlich, die Räume, die vielleicht noch die Väter hatten und immer noch so tun, wie wenn es möglich wäre, die sind ja jetzt nicht mehr, oder Großväter, die sind ja jetzt nicht mehr da.
also andere Optionen anbieten, wofür es sich lohnt, diese fraglichen, brüchigen Privilegien aufzugeben. Das fände ich sehr wichtig. Das ist wahrscheinlich auch das, was du in deiner Arbeit tust, kann ich mir vorstellen, überhaupt die anderen Optionen aufzuzeigen und dass es überhaupt andere Optionen gibt. Und ich stimme auch zu Fridays for Future etc., das sind Optionen, wo Männer zugeben dürfen, dass sie Angst haben, dass sie sich Sorge um die Welt machen. Wobei ich natürlich die sehr potenten jungen Frauen da sehe in erster Linie, die in einer Rhetorik, wenn man das einmal erlebt hat, wie eine junge Neubauer den Lindner von der FDP in einer Talkshow bei Lanz, also wie die Frauen kontern, das sind auch diese Konkurrenz-Gender-Geschichten, mit denen ich aufgewachsen bin, die fehlen einfach. Die Männer laufen auf, das ist so wunderbar. Also die Neubauer hat erklärt ihre Thesen und dann sagt sie zum Lindner, der vorher über Ökologie geredet hat, wovon er wirklich kaum was versteht, sagt sie, und Herr Lindner, Sie haben nicht sauber argumentiert. Ich sage Ihnen mal das und das. Also das heißt, die lässt die Männer so, diese Art der Frauen, da passen diese Genderbilder auch gar nicht mehr. Das nehme auch ich mir zum Vorbild, weil da gehst du raus aus diesen Konkurrenzen. Ich finde das ganz toll, aber ich sehe vor allem Frauen. Ich sehe junge Frauen, hochklug, hochengagiert, die haben beides. Die geben ihrer Angst Ausdruck und haben eine kraftvolle Rhetorik, diese Mischung, die fällt, ist natürlich für Männer, für junge Männer wieder, das müssen die sich erst erobern. Und daher haben die jungen Frauen da auch, würde ich mal sagen, einen deutlichen Vorsprung und werden auch eher gehört. Und die jungen Männer, die sollen noch ins andere Bild passen und müssen sich deswegen diesen Raum erst erobern. Und daher liegt es auch an uns allen, dass wir sagen, wir steigen aus diesen Bildern aus. Ich finde das ganz wichtig, so sehr wir das internalisiert haben, also meine Generation sowieso, wir steigen einfach aus und zeigen andere Optionen auf. Vielen, vielen Dank. Gibt es noch Meldungen? Ja, ich habe noch eine Frage. Okay. Ja, machen wir erst Sophie und dann Martina. Ja, Entschuldigung, Sabine dann, okay. Sorry. Also wie ich das verstehe mit diesen Schützenverein und Feuerwehr, das ist ja wie ein Schutzraum oder sowas für die Männer, der aber so total toxisch ist. Und ich frage mich, was gibt's denn oder was wären alternative Schutzräume oder Safe Spaces für Männer, die nicht toxisch wären? Also Bernhard, vielleicht hast du da eine Idee, welche Entwürfe es dafür geben könnte. Weil ich sehe, diesen Bedarf ist anscheinend, also ist ja total da und auch voll nachvollziehbar, wo Männer unter sich sind und verletzbar sein können und so. Ich frage mich, was du da kennst an alternativen, nicht toxischen Schutzräumen für Männer. Oder auch die Gruppe. Ich wäre noch ein bisschen skeptisch, um gleich zu postulieren, dass die toxisch sind. Ich glaube, sie argumentieren, sie praktizieren vielfach ein typisches Männerbild, ein traditionelles Männerbild im Ausdruck, im Gehabe. Ich glaube aber nicht, dass sie sich nicht modernisieren lassen. Das würde ich nicht ausschließen. Da sehe ich schon Potenzial, das auch zu modernisieren, diese Räume. Wie, da müsste ich jetzt auch erst ein bisschen überlegen. Und alternative Räume für Männer. Es gibt in der Gesellschaft meines Erachtens sehr, sehr wenig Möglichkeiten für Männer. Außerhalb des Beruflichen. Da darf ich dazu was sagen? Fridays for Future ist so ein Raum. Attac, also ich kriege immer wieder Debatten mit, wo ich sehe, dass junge Männer sich dort mit organisiert haben und genau was du sagst, ihre Sorge formulieren können.
ihre Existenzsorge formulieren können. Und zwar ihre Existenzsorge für ihre Kinder, die sie vielleicht noch gar nicht haben. Das sehe ich als, das ist doch wirklich was, eine tolle Entwicklung zu einer Ganzheitlichkeit, die Frauen mehr und mehr leben in den letzten Jahren. Wobei sie es auch kaum unter einen Hut kriegen, was da alles von ihnen gefordert wird und sie sich vielleicht selber von sich fordern oder die Gesellschaft von ihnen fordert. Aber wir wollen ja auch, dass Männer ganzheitlich leben können. Und also ich sehe das, dass sie in solchen politischen Räumen, und da ist natürlich gar keine Gefahr von Retraditionalisierung über die Räume, die du ja jetzt geredet hast, das ist von vornherein eine komplett andere Basis, ein anderer Humus, ein anderer Boden. Aber ist auch nicht ein Raum, zum Beispiel, dass, was die Bürgergenossenschaft Oberfinchgau macht, ist ja auch so ein Raum. Da findet man neue Rollen, man muss neue Rollen definieren, man muss durch eine Negotiation, sagt man in italienische Negozierung, neue Wege finden, um eben an einen gemeinsamen Nenner zu arbeiten. Das finde ich eben auch in der Erfahrung vom Wunder von Malz. Es ist, glaube ich, auch ein Raum, wo man sich, wo man diese, so einen Raum finden könnte. Aber vielleicht kannst du noch was dazu sagen. Ich finde schon, dass Kulturarbeit ein zentraler Knackpunkt ist. Das heißt, Kulturarbeit in allen Richtungen. Das heißt, Räume eröffnen, wo kulturelle Auseinandersetzung stattfinden kann. Wo ich eine neue Kultur des Zusammenlebens entwickeln kann. Wo ich eine Kultur entwickeln kann, okay, wie wollen wir uns regional oder irgendwie entwickeln. Da sehe ich schon Potenzial. Das läuft meines Erachtens viel über Kulturinitiativen. Aber geht es nicht auch um die Wirtschaft, gerade bei deiner Initiative? Es geht doch auch um ein neues Wirtschaftsmodell, oder? Oder eine nachhaltige, oder um ein nachhaltiges Modell? Auf alle Fälle geht es um ein neues Wirtschaftsmodell, aber im Zentrum, glaube ich, ist eine andere Kultur des Wirtschaftens. Das heißt, auch das Wirtschaften ist eine Kultur. Und im Grunde muss ich diesen Kulturimpuls überall reinbringen. Und ich muss auf der kulturellen Ebene diesen, meines Erachtens, so wie wir das angehen, schaffen wir mit der Kulturarbeit eine Plattform, an der das Neue ausgehandelt werden kann. Und dann kann es wirtschaftlich aktiv sein, sich dort zeigen, dann kann es sich in allen möglichen Feldern zeigen. Sabine, du wolltest... Ja, danke schön. Schönen Nachmittag an alle und danke für die interessante Diskussion. Das hat so viele Bilder bei mir aufgetan. Ich hätte noch so ein bisschen an Jugendlichen gedacht. Ich bin ja jetzt die letzten 15 Jahre ein bisschen so in der Kinder- und Jugendpsychiatrie unterwegs und habe mit jungen Wesen so meist unter 21 zu tun. Und da kann ich nur zustimmen. Irgendwo, ich glaube, da hat sich schon viel getan. Eben auch die Beschreibung von der Frau Hauser, also diese starke Mädchen, die selbstbewusst, sich so selbstbewusst sind, wo ich mir oft denke, war ich in diesem Alter noch hinter dem Berg? Also ich denke, da hat sich schon viel getan. Und was meine Beobachtung ist und vielleicht auch meine Frage ist, ob eben der Herr Bernhard auch so Infos hat, wie es denn mit den Jugendlichen, mit den männlichen Jugendlichen ausschaut. Weil mein Leben aber einfach eher von der klinischen Praxis im Alltag ist, dass die im Moment ja ein großes Fragezeichen auch oft haben. Ich habe ja meistens so einen in Therapie, meistens eben das Mädchen und irgendwann geht es um Paarbeziehungen, dann bringt die auch ihrem Herz allerliebsten vielleicht mal mit. Und das ist für mich total spannend. Und ich sehe das so, ich habe gerade reflektiert, so drei Varianten. Es gibt so dieses alte klassische Rollenmodell, auch bei den Jungen, aber eigentlich wenig. Dann gibt es so ein auf Augenhöhe Modell, wo viel ausgehandelt wird. Und dann gibt es aber auch oft so wirklich, also diese dominanten Mädels, wo ich sehe, bei den Jungs ist ein großes Fragezeichen. Wir haben eben auch über das Bild von Männern, eben wie sich entwickelt, eben gesprochen. Und das Fragezeichen sehe ich.
die sind oft komplett überfordert. Also viele junge Frauen, die wissen, was sie wollen, die sind total straight. Und die Jungs, die sind da eben mit diesen großen Fragezeichen. Und da wäre jetzt meine Frage so, ist das auch durch Studien belegt oder ist das nur meine Wahrnehmung vom Alltagsgeschäft, dass da wirklich eine große Verunsicherung herrscht, auch bei den Jungen? Das wäre so die Frage. Durch Studien weiß ich jetzt weniger noch in diese Richtung. Für mich ist immer die Frage, bricht das irgendwann oder nicht? Weil wir momentan noch immer in der Situation sind, dass klassische Paarbeziehungen in dem Moment, wo ein Kind auf die Welt kommt, brechen sie in ihrer Organisation. Fallen sie in alte Strukturen zurück. Und beide Partner, Partnerinnen tragen das mit. Das heißt, im Alltag dann kommen alte Muster dann doch wieder durch. Und da würde ich mir wünschen und da hoffe ich stark, dass die neue Generation das schafft, einen anderen Dreh zu machen. Aber das kann erst die Zukunft weisen, meines Erachtens. Aber ich denke mir eben, oft sind die wirklich überfordert, wissen vielleicht, wie sie es nicht machen sollen, aber sie wissen nicht, was sie stattdessen machen sollen. Eben, gibt es jetzt Feuerwehr, was gibt es denn jetzt, was können denn neue Möglichkeiten sein? Und das ist oft nicht klar. Und dass das eben auch dann irgendwo zu Frustration oder auch Wut wieder und Aggression führen kann, kann ich mir gut vorstellen, habe ich auch oft erlebt. So. Ja. Vielleicht wolltest du, Monika, noch was dazu sagen? Ja, also das mit den alten Rollenbildern jetzt gerade unter der Pandemie oder in anderen Krisen. Also bei den Männern kann es unter Umständen das tradieren, was sie sowieso noch als altes Bild haben, oder sie fallen wieder ins Alte zurück. Bei Frauen würde ich das so nicht sehen. Wir sollten nie pauschalisieren. Beim großen Teil der Frauen, die ich erlebe, und ich spreche jetzt vom städtischen Kontext, das mag etwas anders sein als in Südtirol, die fallen nicht zurück. Die fallen notgedrungenerweise zurück, weil sie ihren Job vielleicht verlieren oder weil sie gucken müssen, wie sie ihre 50% Teilzeitstelle online und dann noch die kranken Kinder organisieren. Die fallen aber nicht in alte Bilder zurück. Die leiden in extremer Weise unter der aktuellen Situation. Aber zurückfallen sehe ich da, das sehe ich bei den Männern, das sehe ich bei den Frauen viel weniger. Maxi? Ganz eine ganz kleine Beobachtung nur, weil ich die kürzlich gemacht habe. Also ein ganz junger Autor meldet sich ganz schüchtern bei mir, ob er mir mal Texte schicken kann. Und meldet sich beim Eisenbahnladen über seine Tante. Und dann schickt er mir diese beiden zu. Und es sind zwei Performances. Und in diesen beiden Performances geht er auf die Frauenmorde ein. Und ich war total überrascht, denn er ist hier aufgewachsen, wo ich auch aufgewachsen bin, also in Fetzurens, wo man sagen könnte, olala, also einer wie er ist sicher erstmal so der Ausgeschlossene, wenn er sich um solche Themen kümmert. Und da hatte ich das Gefühl, durch die Tatsache, dass es auch allein diesen Hashtag sie ist eine von uns gegeben hat, gab es plötzlich irgendwie so ein Nadelöhr. Und vielleicht, ich meine, wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt auch eine Gesellschaft, in der ja schon auch emanzipative Entwürfe und ein Frauenbewusstsein auch hier angesiedelt wurden, also wo es auch Mütter gibt, die inzwischen anders denken. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, da ist etwas in dem ganz in gleicher Weise durchgedrungen wie die Sorge um das Klima, die Sorge um die Welt, so eben auch dieses Unrechtsempfinden, dass da Frauen, in diesem Fall halt Frauen, irgendwie ermordet werden. So. Und allein irgendwie so ein ganz genuines, empathisches Empfinden dafür, dass das eigentlich ja unmöglich ist.
So. Und mir scheint es auch etwas Wichtiges zu sein, irgendwie sagen, wenn wir das klar machen können, ja, dass es etwas ist, dass es nicht normal ist. Also diese ganzen Narrative müssen über den Haufen geworfen werden, weil ich gehe hier durch die Landschaft und dann heißt es, ja, die irgendwie da unten, da irgendwie neben dem Bach, da unten in der Schlucht und so, da hat mal eine Frau gewohnt und was mit der war, weiß man nicht. Aber so viel, also du gehst über die Landschaft, so viele Narrative, wo du irgendwie so mitkriegst, ja, da gab es eine, die sozusagen beschuldigt wurde, weil sie vergewaltigt wurde und so weiter. So, wenn wir es irgendwie schaffen, sozusagen irgendwie da eine ganz direkte Linie hinzukriegen, ja, zu einem ganz empathischen Unrechtsbewusstsein und das halt einfach nicht geht, fern von allen sozusagen Mustern und Vorlagen und Formen, dass es einfach etwas ganz Genuines ist, was nicht sein darf und Schluss. Weil da Menschen in ihr Leben genommen wird, dass sie in Unrecht getreten werden, dass sie unterdrückt werden, dass sie erstickt werden, dass sie alles mögliche, so, dass es etwas einfach nicht ist, wie es bei Tieren nicht geht, geht es bei Frauen nicht und überhaupt bei allen anderen Wesen darf es sozusagen nicht diesen einen Typus geben, der sich das erlaubt und wo es irgendwie ein Narrativ des Normalen geben darf, so, oder der Normalität.